Hallo Freunde der eskalierenden Weltsicherheitslage. Willkommen zurück. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen zu neuem Chaos. Ich hoffe, es sind alle erfolgreich reingerutscht. Wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft. Wir sitzen wieder alle da. Und Scheiße, es ist schon ein Monat her. Viel zu lange. So lange ohne D&D habe ich, glaube ich, lange nicht aushalten müssen. Ich habe heimlich fremd gespielt. Was? Ich auch. Okay, ich auch. Was? Bin ich der Einzige, der nicht fremd gespielt hat? Loser. Wir sind uns treu geblieben, Noah. Wir haben halt Freunde. Immer. Immer. Okay, Freunde. Ich auch. Es ist ein bisschen was passiert in der Zeit. Klar, Theatersaison war. Meine Stimme ist gerade noch ein bisschen angeschlagen. Das hat zum Glück nichts mit dem Theater zu tun. Diesmal bin ich danach krank geworden, ausnahmsweise. Deswegen entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen rumhüstel. Ansonsten, viele Dinge und Sachen passieren. Generell, der Monat wird relativ voll. Unter anderem habt ihr uns direkt nächste Woche wieder. So viel zum Thema alle 2 Wochen. Wird gut. Weil demnächst die Beta ansteht, haben wir das jetzt so gestrafft, dass wir jetzt eher nächste Woche schon spielen. Dann haben wir 2 Wochen Pause. Und dann haben wir nochmal im Februar unsere letzte Session der Season. Und ich kann schon mal so verraten, es sieht derzeit ganz gut aus, dass wir nächstes Semester nochmal weitermachen dürfen. So ihr uns denn liebt. Ja, insofern es euch Spaß macht und wir hoffentlich vielleicht auch noch ein paar mehr Leute werden. Ja, klar, dann jetzt erzählt heute weiter. Erzählt es weiter. Macht Werbung. Zwingt eure Eltern, zwingt eure Freunde. Bestecht sie mit Schokolade. Funktioniert. Sie werden es ohnehin lieben. Tatsächlich. Ja. Mhm. Genau, ansonsten die Beta steht an, die ist am 29. Januar. Das auch ist hier die wird das, live auf Twitch sein. Genau, die wird hier auf dem Kanal mit übertragen. Das ist die Abschlussveranstaltung der Medieninformatiker, für alle, die es nicht kennen. Das Ganze wird dann hauptsächlich Nachmittag für euch hier übertragen. Da wird vor allem das Spiel vorgestellt, ein 2v2 VR Team-Based Spiel. Wir haben es gar nicht schwer gemacht. Ja. Für die Studenten. Nein. Wie viele Technologien zum ersten Mal? VR. Netzwerk. Und Netzwerk. 2 gegen 2. Ja, nee, läuft. Aber läuft. Läuft. Aber also läuft wirklich. Ziemlich geiles cool. Ding. Deswegen schaut euch das an und ringsherum interessante Talks von Branchengrößen. Also hier Stefan Marzinek macht, glaube ich, einen Talk mit in dem Rahmen. Kommt auch. Genau, Reichert kommt. Und dann gibt es noch ein Postmortem zu dem Spiel. Also da hört man auch nochmal, wie so eine Produktion läuft. Deswegen haltet das schon mal im Hinterkopf. Bis dahin sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche nochmal. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wenn ihr euch wieder daran erinnert, was letztes Mal passiert ist. Oh Gott, ist das lange her. Da war irgendwas mit einem großen Auge und einer Explosion. Ja, ich wollte gerade sagen, da war ein Funke. Würde ich sagen, starten wir einfach mal frisch, fröhlich und frivol in die neue Folge. Applied Engineering. So, Freunde, anstatt dass ich das mache, wie die letzten Male, Chrissy, magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist? Nee. Du hast da so ein Buch. Ich habe da so ein Buch, ja, ich weiß. Alex hat Hunger. Nicht nur. Oh, wei. Nicht nur Alex. Das täuscht. Da muss ich mir jetzt wirklich Mühe geben, das mache ich sonst nicht. Mühe? Ja, also, wir sind zuletzt von einer Sphinx in eine, ja, in die Vergangenheit versetzt worden, wo wir quasi in dem Bereich, in dem sie ihre Sklaven oder Arbeiter, wie sie sich nannten, mehr oder weniger gehalten haben und sind dort auch schnell auf Komplikationen gestoßen, auf ja, Akolyten einer seltsamen Entität. Diese Akolyten selbst waren ebenfalls seltsam, wie so ziemlich alles, denn ihre Haut war so ganz rissig und trocken und riss dann auch immer mehr auf. Einen davon haben wir K.O. geschlagen, er ist uns dann eventuell verblutet. Den anderen
haben wir gerettet, indem wir ihn zu seiner Salbung, wie er es genannt hat, haben gehen lassen. Das bestand darin, dass er in einem Raum nicht allzu weit entfernt in einen Pool gesprungen ist, wo wir auch Bekanntschaft mit seinem Chef, seinem, wie hieß er denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben keinen Namen gehabt. Verwaltungsvorstand. Geschäftsführer. Also einem etwas höherrangigen Akolyten hatten. Ein Priester war es, genau. Ein Priester war es. So. Durch den hat. Oh Gott, wie hat er sich genannt? ein Vieh, ein großes, ekelhaftes, tentakliges Fischvieh. Ein Aboleth. Das Vieh als Aboleth erkannt hat. Gesprochen und war sehr irritiert, dass wir weder eine Ahnung hatten, wer er ist, noch dass er uns spüren konnte. Also er hatte keine Kontrolle über uns. Er war komischerweise gar nicht so sehr erfreut darüber, dass wir gesagt haben, dass es ihn in der Zukunft nicht mehr gibt. Ja, das wollte er uns erst nicht glauben und dann war er ziemlich pissed. Wenn es ihn nicht mehr gibt. Wir haben die Siegel nicht geöffnet. Wir wissen nicht, was dahinter ist. True that. Genau. Haben wir uns, wir haben natürlich kein Interesse daran gehabt, uns ihm irgendwie anzuschließen oder ähnliches. Und dieser Priester hat mit einem Stab, der sehr, zufällig genau auf die Beschreibung des Artefakts passt, das wir da suchen, angefangen uns anzugreifen. Und es gab einen sehr, sehr hitzigen Kampf. Es gab beinahe Verluste. Es gab mehrere Feuerbälle. Und einen viel zu langen Schreck später haben wir es alle einigermaßen heil da rausgekriegt, mit Hilfe von Heilmagie gerade so wieder zusammengeflickt. Dann hatten wir natürlich das Problem, dass die restlichen Wachen immer näher kamen und haben nach einem Ausweg gesucht. Wir haben einen Geheimweg gefunden, der uns durch einen Wasserschacht geführt hat, in dem scheinbar eine Art Portal war. Mhm. Wir sind jedenfalls durchgeschwommen und landeten in einem großen See. Stellt sich raus, im Zentrum dieses Gebildes, in dem wir da unterwegs waren, dieses Gewölbes. Und in diesem See schwamm der Aboleth. Ein Protoleth. Genau. Wir haben dann sehr viel Glück gehabt, weil die Sphinx hatte ja wir hatten der Sphinx gesagt, dass wir ja der Funke der Revolution sein wollten und sich daran erinnernd hat Fio versucht, diesen Feuerstab, den sie da dem Priester abgenommen hat, zu benutzen und eine Explosion erzeugt, die den Aboleth scheinbar ziemlich fies geärgert hat. Woraufhin, während Artheso am Verbluten war, massiv, wir in der Zeit zurückgeworbt wurden. Ihr hattet noch gesehen, in dem Moment, wo das Ding explodiert ist, dass sich einige von den Sklaven oder was auch immer gegen andere gewandt haben. Genau, also wir scheinen wohl einen Teil der Kontrolle, den das Vieh über die hatte, gebrochen zu haben. Waren also erfolgreich der Funke der Revolution und wurden dann von der Sphinx zurückgeholt, die uns alle zum Glück wieder zusammengeflickt hat, Artheso gerettet hat. Um Sackhaaresbreite, ja. Ja, aber wirklich. Ja, daraufhin haben wir diese Tempelanlage verlassen. Die Fallen waren jetzt deaktiviert, also wir mussten nicht noch einmal durch ein Inferno. Gab keine Panikmomente mit Riesenfrettchen. Wir sind sehr erfolgreich dadurch. Es war ein Wiesel. Ein Fliesel. Ein Flugwiesel. Jedenfalls sind wir dann an der Oberfläche angekommen und haben festgestellt, dass wir quasi vor die Zeit, in der wir in diese Höhle reingegangen sind, zurückgesetzt wurden. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht mal dort hineingegangen. Das heißt, niemand wusste, dass wir dort waren. Wir haben die Gelegenheit genutzt, zu fliehen, dabei einen Wachposten schlafen gelegt und sind jetzt, ich glaube, du bist ein Pferd gerade, oder? Ja. Was? Sind jetzt, stimmt. Sind jetzt Jumper, zu Pferde. Johnny Jumper. Sind jetzt zu Pferde und zu Fuß auf der Flucht in den Wald. Jawohl. Richtung Osten, richtig? Genau. Ihr habt es Richtung Osten verlassen. Beziehungsweise so Nordosten ist es eher, aber ja. Ja. Was tut ihr? Wie weit haben wir es denn jetzt geschafft? Ihr seid gerade 200 Meter dann in den Wald hinein. Gottes Willen. Dann weiter. Weiter. John. Okay.
Also ich bin mir relativ sicher, wie viel. Ach so, sind wir denn von allen Gegenständen befreit, die uns irgendwie übergeworfen, gelegt worden? Ja. Die Fesseln sind wir los? Ich weiß. Ja. Haben wir noch irgendwas anderes, was man magisch auf größere Distanzen verfolgen könnte, abgesehen von Wahrsagerei? Gib mir mal, also jetzt verfolgen ohne direkt bestimmte Zauber, nicht, dass du es wüsstest. Alles an euch, was halt irgendwie magisch ist, könnte irgendwie ein Problem sein, weil du weißt, dass magische Gegenstände streng reguliert sind in dem Land. Und du brauchst eigentlich für jeden magischen Gegenstand, den du mit dir führst, eine Lizenz. Das hier scheint. Oi, got a license. Sorry. Oh wei. Sieht jetzt halt niemand auf Anhieb, solange du nicht kontrolliert wirst, ist das kein Problem, aber das ist jetzt so das Erste, was dir dazu einfällt. Ansonsten gib mir mal kurz einen Arcana-Check. Zahl des Tages vorher? Ah ja. Oh! Ah. Klicke die Klacke. Das ist die zweite Zahl, die mit diesem Würfel gewürfelt wurde. Die erste war eine 1, das ist eine 3. Er steigert sich. Ich habe eine 13. 5. 5. 5. Das ist gut. So, jetzt aber Arcana. Hattest du eigentlich deine beiden Wahrsagerwürfel schon ausgegeben? Ich glaube ja, ne? Ich habe es mir aufgeschrieben. Die habe ich bestimmt irgendwo rumliegen. Ich erinnere mich dunkel, dass du die schon ausgegeben hast bei der Flucht. Ja, das kann gut sein. Sieben. Für den Arcana? Ist ja ein neuer Tag. Wir hatten ja gerastet. Ja, aber die Flucht war ja nach dem. Ja, aber das waren eine 1 und eine 6, die hatte ich nicht ausgegeben, weil die hattest du nicht für den Saving Throw oder sowas? Nee, es gab keinen Save, den ich hätte failen wollen. Oder Perception Check oder sowas. Okay, gut. Dir fällt dazu jetzt nichts Spezifisches ein, weiter magische Verfolgung. Alles klar. Aber dann trotzdem, ich meine, Spürhunde und andere Viecher könnten uns auf den Hacken sein, Freunde. Ich gebe Morok die Spuren. Nee, ich sitze wahrscheinlich gar nicht drauf, oder? Doch. Wir beide hocken. Ja. Und wir zwei joggen nebenher. Ja, ganz spannend. Mit deiner Ausdauer und meiner Ausdauer. Dann die Frage, wohin wollt ihr? Wie viel von der Umgebung, ich habe mich ja relativ lange, bevor ich mich mehr oder minder willentlich in dieses Lager habe begeben lassen, habe ich jetzt erkundet. Weiß ich um die umliegenden Gegenden? Ich bin ja jetzt nicht ein Kind von Traurigkeit, was auch mal eine Weile im Wald bleiben angeht. Ich würde ja vermuten, dass unsere Verfolger uns in der nächstgelegenen Stadt durchaus suchen. Bin mir jetzt nicht, also, oder suchen würden. Ist durchaus möglich. Also es gibt verschiedene Dörfer in der Umgebung, beziehungsweise kleinere Siedlungen. Das sind meistens einfach nur Bergbaustädtchen. Ja. Was halt wirklich nicht sehr viel mehr ist als so die nächsten Minen und dann halt ein paar Häuser von denen, die dort wohnen und dann vielleicht gibt es da mal eine Taverne oder sowas. Aber das ist alles keine größere Siedlung. Okay. Das nächstgrößte, was hier bekannt ist, ist Stenau. Ja. Das war südlich Süden, davon, ne? Ich muss gerade nur durch den Namen jetzt nicht selber falsch sagen. Ja, nee, Stenau müsste richtig sein. Das wäre. Ich mach mal kurz auf direkt bei mir die Map. Ja. Legt die euch auch gleich gerne auf den Bildschirm, da könnt ihr selber mit gucken. Gebt mir eine Sekunde. Es gibt da so eine ganz nette Seite. Hashtag keine Werbung. World Anvil für alle, die mal hier so D&D spielen wollen und da selber eine Kampagne schreiben wollen oder sowas. Da kann man quasi wie eine Art Wiki anlegen. Du sagtest, du wüsstest ihren letzten Aufenthaltsort? Hi. Das ist allerdings mehr als nur einen kurzen Ritt von hier. Wir sollten auf jeden Fall. Schicke ich gerade auch mal ganz kurz, da kann das nämlich die liebe Nicole an der Technik euch auch mal zeigen. Gebt mir nur eine Sekunde. Yay, Edurum. Sehr gut. Ah, hallo Discord. Tschüss, Discord. Es kann sein, dass jetzt, weil wir hier über WhatsApp uns die Sachen hin und her schießen, dass zwischendurch mal WhatsApp Hallo sagt. Mea culpa. Also ich töte es. Ich gehe mal kurz über den Lautstärke-Mixer, ob es drin ist. Ja.
So, genau. Und jedenfalls, ihr befindet euch hier in der Region. Das heißt also, das kleine Waldstück, in dem ihr seid, ist nicht so groß, das weißt du. Wenn ihr euch noch sehr viel weiter bewegt, seid ihr schon wieder aus der Mitte des Waldes raus. Umliegend sind vor allem erstmal wieder Wiesen und nördlich und Felder die Berge. Vor allem. Also hier, das ist alles eigentlich Agrargebiet. Ja, ja. Genau, wenn ihr weiter in die andere, also wenn ihr nach links schwenkt, dann geht es auf jeden Fall bergauf. Da könntet ihr es versuchen, über die Berge euch zu bewegen. Wenn ihr weiter in die Richtung lauft, in die ihr gerade lauft, kommt ihr wie gesagt auf Felder und dann auch relativ bald auf einen Fluss, der doch schon per Pedes etwas schwer zu überqueren wäre. Was hast du gerade gesagt? Per Pedes. Oh boy. Es wäre zu Schwanz schwer zu Ohren zu kommen. Ja, okay. oder zu Kind. Was? Sag nicht, sah. Pädagoge, Peter? Ja. Pädophil, Pädis, Kind. Also nicht Füße und Kinder verwechseln allerdings. Nein. Aber das ist, ist nicht Füße, Podis? Nee, das Pädis. Ist Pädis. Pädis, das ist Füße? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Pedestrian. Ist das... Nee, das ist der Kinderarzt, nicht der Fußarzt. Oha. Der Fußarzt ist der Podologe. Er hat Po gesagt. Ist schon wieder so spät. Ja, das kann ich. Wir haben noch nicht mal angefangen. Okay. Servus und alle, die gerade nachgekommen sind. Moin. Hi. Mein Beileid. Ihr habt euch das ausgesucht. Jedenfalls, ja, hier das Größere wäre ein kompletter Turn nach rechts. Stehnau. Das ist der Ort, da warst du zum Beispiel schon, durch den ihr auch alle, die ihr gefangen genommen wurdet, quasi einmal durchgeschleift wurdet. Dort gibt es auch ein Gerichtshaus, in dem ihr alle rechtskräftig verurteilt wurdet. Rechtskräftig. Deswegen, es wäre eventuell etwas riskant, dorthin zu gehen, ohne eventuelle Verkleidung. Mal abgesehen davon, wenn ich mich recht entsinne, diese Brücke, die da eingezeichnet ist, die unser einziger Weg dann über diese beiden Seen hinweg wäre, sollten wir dort schon weiter wollen. Mhm. War ja auch ziemlich stark bewacht. Die ist relativ stark bewacht, allerdings von einer anderen Institution. Okay. Im Endeffekt sind das Zollbeamte, die das Ding bemannen. Ja, du hast ein paar Soldaten dort auch, aber halt eher so als Wachleute. Aber potenziell als Magier ein Ort, an dem man kontrolliert und auffallen Durchaus möglich, könnte. Ja. Also halt gerade magische Gegenstände könnten dort auffallen. Haben wir hier eine generelle Vorstellung davon, wie weit diese Wege etwa sind? Ich hatte sie mal, ich habe sie gerade leider nicht mehr so richtig. Also reden wir von mehreren Tagesreisen Richtung Nordwesten zum Beispiel? Richtung Nordwesten, also in die Berge. Zum Beispiel, würde man den Bergpass... Ja, das sind definitiv mehrere Tage, also... Nichts damit zu tun, dass da die Zwerge sind. War jetzt die Überlegung, hier hinzugehen oder was? Nein, das hat nichts damit zu tun, dass da die Zwerge sind. Keiner mag Zwerge. Also wenn du nach Südlask willst... Svirtlask, allein die Berge zu passieren, wird schon das sehr... War auch nicht, also mir ging es vor allen Dingen um die Größe, aber ich hätte Angst vor dem nahegelegensten Ort. Mhm. Lass uns das ganz kurz vielleicht auch über die Charaktere klären. Ich denke, sobald wir es geschafft haben, ein paar Meilen vielleicht hinter uns und das Lager zu bringen. Gib mir mal bitte einen reinen Intelligence-Check. Oh, du verlangst viel von mir. 11. 11. Gerade du mit deinem Hintergrund so ein bisschen. Ja. Du weißt, dass es in Stehnau, da das effektiv eine Kleinstadt voller Bergleute, Industriearbeiter und Seeleute ist, dass es dort eine relativ aktive Unterwelt gibt. Das heißt, wenn man irgendwie nach Möglichkeiten sucht zu verschwinden oder zum Beispiel Papiere zu erwerben, man dort durchaus die Chance hätte. Also relativ hohes Risiko, weil es ist das nächstgelegene Dorf, aber auch relativ hohe Chancen. Ja. Also von den Anwesenden wären wahrscheinlich sowieso du und Urwak die einzigen, die hier die nähere Geografie kennen. Du vielleicht so ein bisschen vom Lesen, aber nicht vom Kennen. Ja. Stehnau. Hat nichts mit Klaus zu tun.
mit den Mannschaften? Doch, du hast die Mannschaften. Ich denke, sobald wir ein bisschen zur Ruhe gekommen sind. Stemmlach? Okay, das heißt, ihr haltet ein für einen Moment? Ja. 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 Wir pausieren. Okay. War auch ein guter Jog, also. Und jetzt warm. Ja, also ich weiß nicht, je nachdem, wie lange wir jetzt gejoggt sind. Also es ist gerade Morgen. Die Morgenröte ist irgendwie durch das Blätterdach zu erahnen. Gut. Also, wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte uns noch niemand vermissen, denn wir sind ja noch da. Die Frage ist, bevor es jemand bemerkt, wo wollen wir hin? Wer kennt die umliegende Gegend? Ich glaube, Morok, du siehst mir nicht danach aus. Ich war hier mal in der Umgebung. Ich bin hier ein paar Mal durchgekommen, aber so genau weiß ich jetzt auch nicht. Gut, dann befürchte ich, wisst ihr auch nicht mehr als ich. Weiter südlich von hier, wir müssten um das Lager nochmal herumzirkeln. Weiter südlich von hier liegt ein kleines Bergarbeiterdorf. Das, was ich mir dort schon habe sagen und zeigen lassen, ist, dass wir dort einiges an, nun ja, Kontakten auftreiben könnten. Kriminell. Das habe ich nicht behauptet. Das sind ehrenwerte Skriptoren mit der Fähigkeit, hervorragende Dokumente auszustellen, die... Also Dokumentenfälschung. Glaub, nein, wer redet denn von Fälschung? Die sind alle original. Die Besitzurkunde meiner Laute ist selbstverständlich rechtssicher bezahlt worden mit den dafür notwendigen 25 Goldstücken. Ah ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir würden dort zumindest die Möglichkeit haben, vielleicht unter anderem Namen unterzutauchen. Bei dir wird's schwer. Ich befürchte, mir fehlen dafür ein wenig die finanziellen Mittel. Pekuniäre Argumente sind Dinge, die wir sammeln können, wenn wir jemanden haben, dem wir Geld abknöpfen können. Und im Wald Geld kriegen wir nur... Ich habe keine Ahnung, wovon wir reden. Geld. Hast du schon mal Geld verdient, Ober? Ja. Hast du noch Geld? Ja. Wo hast du noch Geld? Was, du hast Geld? Ich habe Geld. Haben wir... Unser Geld haben wir auch, oder? Ja. Ich habe Geld, ja. Oh, wir haben Geld. Ja, wir haben Geld. Ich habe Geld. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe Geld. Ja, ihr habt eure Geldbeutel wiederbekommen, auch wenn einige von euch in ihrer Verurteilung zur Abgabe aller Wertgegenstände mit verurteilt wurden. Wer denn? Welcher Geldbeutel? Ja, gut. Aber gerade du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, du musstest eigentlich nach deiner Verurteilung zusätzlich eine Geldstrafe zahlen. Hoppala. Wie kommt's? Das wollte ich gar nicht. Gut, du wurdest eh zum Tode verurteilt quasi. Das heißt, ich habe mein Geld noch, oder nicht? Nee, ihr habt tatsächlich alles, was euch abgenommen wurde, wiederbekommen. Also geil. Es wurde anscheinend noch nicht eine Bestandsaufnahme gemacht, möglicherweise gezielt. Also, es sah auch nicht danach aus. Also eure Beutel waren auch noch... Habe ich jetzt die Geldstrafe bezahlt dann? Nee, du hast noch alles, was du vorher hattest. Cool. Krimineller. Randnotiz. Eure Taschen habt ihr so wiederbekommen, wie sie euch abgenommen waren. Also sieht nicht danach aus, als hätte die jemand durchsucht auch noch. Strange. Zumindest nicht von Hand. Möglich, ja. Also das heißt, der unten im Boden des Rucksacks eingenähte Notgroschen ist auch noch da. Alles noch da, wo es vorher war. Respekt. Aller Dreck noch da. Tja. Dann hätten wir zumindest jetzt schon genügend Geld, um uns einen neuen Namen zu kaufen, auch wenn ein neues Aussehen manch anderem gut täte. Ich halte nicht. Warum schaust du mich so an dabei? Ich habe dich nicht angeschaut. Ich konnte an Morok nicht vorbeisehen. Naja, es ist ein Pferd. Stimmt. Pet. Morok kann neues aussehen, im Gegensatz zu allen anderen von uns. Wahr. Fun Fact, der Dialog zwischen euch beiden gerade ist auch auf Pferd quasi und ach ja. Das Wilde ist, du meinst, sie verstanden zu haben. Oder ihn, was auch immer. Okay. Sind unsere Reaktionen eigentlich... Pferd? Du antwortest Pferd. Ganz normal auf Korn. Vielleicht antwortest du auf Borg. Wie kommunizierst du normalerweise mit Uwak? Wir kommunizieren nicht. Uwak weiß einfach. Ihr versteht euch einfach.
Ich schaue ihm ganz tief in die Augen und dann tritt er mich. Kommuniziert man mit Pferden nicht, indem man ihn nicht auf den Arsch haut oder sowas? Weiß man das nicht? Christi, du bist nicht ins Gesicht, nicht in die Augen, aber. So. Das ist vielleicht bei Drow so, dass man sich gegenseitig zum Kommunizieren auf den Hintern haut. Ich habe das irgendwo gesehen, dass die Hunde schnüffeln am Hintern. Ja, komm, lass uns Hund spielen. Ja. Okay, ich pinkel dir ins Bein und du leckst mich am Arsch. Nee, haben wir unsere Rationen noch? Sind die haltbar genug? Ja. Das sind sowieso trockene Rationen überwiegend. Oh, dann habe ich ja sogar Essen. Oder dann rennen wir eigentlich schon? Nicht ich lang, dachte, das war jetzt circa eine halbe Stunde. Ich habe kein Essen. Nun ja, so oder so. Ewig lang in dieser Gegend können wir nicht bleiben. Und die schnellsten Möglichkeiten zu reisen sind über Straßen und das vielleicht unter irgendeinem falschen Namen oder wenigstens mit einem Grund. Wir gehen momentan bestenfalls als Zirkustruppe durch. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Nun, ich würde gerne mit meinem. Ja, tatsächlich, umso länger ich drüber nachdenke, wir hätten alles dafür da. Ich würde gerne mit meinen zwei Handäxten ein bisschen jonglieren. Wobei, den können wir nicht durch Feuerringe springen lassen. Gib mir mal einen Dexterity-Check. Als Wiesel? Wir können ihn uns zuwerfen. Und ich gucke dich böse an. Zwei. Net one nebenbei erwähnt. Also er jongliert mit seinen Äxten. Also das sieht halt so aus, er wirft eine hoch, sie fällt runter, bleibt im Boden stecken. Er wirft die nächste, bleibt im Boden stecken, er zieht sie wieder raus. Beeindruckend. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich kurz hinstelle und eine Inspiring Speech mache, in der ich dir klar mache, dass das auf jeden Fall ein hervorragender Anfang war. Hätte ich das als Gladiator nicht irgendwie können? Ich bin mir ganz sicher, dass du das schaffst, dass du im Rahmen deiner dir zur Verfügung stehenden Kräfte auf jeden Fall als kräftigster Halborg jenseits der südöstlichen Westlande des Waldes, jenseits von hier, 2 Kilometer, bist. Du auf jeden Fall das weitreichendste druidische Wissen besitzt und garantiert allen hier die Zukunft aus Blättern im Teesatz lesen kannst. Deine dunklen Kampfkünste werden die Massen betören. Also wir schaffen das als Zirkustruppe und ich spiele Musik. Ich lese nicht aus Teeblättern. Du nicht? Nee. Ja. Du? Kennt sich doch mit Kräutern aus. Achso. Du machst Feuerbälle. Kräuter. Und andere große Feuerwerke. Kann ich nicht. Oh, daran wird der Plan geht es trotzdem als Inspiring Speech durch. Deprimierende Ansprache. Minus 10 Temp HP. Nein. Geht die immer nur im Rahmen einer Shortrest? Einer 10-minütigen. Ich gebe mir mal negative Inspiration. Also, glaube ich. Ich schau kurz. Ja, also jeder von euch kriegt was. 10, ne? Bei acht. Dir? Acht momentan. Acht Temp HP. Boah, ja, Gott, 10 Minuten dauert es. Temp HP. Oh Gott, wie hieß die Stadt? Ich hab's schon wieder vergessen. Das Stenau? Stenau. Stenau. Das klingt wirklich wie so eine sächsische Kleinstadt. Ja, aber Stenau, die Skriptoren sind gut. Sie haben die Stenografie erfunden. Ja, oh, ich wüsste, dass du es jetzt hast. Ich gehe jetzt. Du kriegst dein eigenes D4-Glas. Ja, also ich finde das nicht fair, dass wir das ausbaden müssen. Das war's dann für heute. Wo darf ich es reinwerfen? Du hast da ganz viele Becher. Ich habe gerade den Fernseher abgeworfen. Und ich habe es auf die Oberfläche geworfen. Hast du gesehen, dass es nicht gerollt ist? Es ist einfach nur geglitten. Nice. Es ist nicht so schwer, einen D4 nicht voll zu haben. Du hättest jetzt tausende von Stimmen. By the way, weil du es vorhin Dorf nanntest. Das ist schon eine Kleinstadt. Also Dörfer habe ich hier jetzt gar nicht markiert. Ja. Da sind schon so 8.000 bis 10.000 Einwohner. Hoppala, das ist eine Großstadt. Also Großstädte sind also jetzt hier Kaiserhofen zum Beispiel hat, ich glaube, 120.000 Hoppala. Sind mir hier in der näheren Umgebung irgendwelche Gehöfte oder andere vielleicht auf irgendwelchen Handelsstraßen liegende Kneipen oder sonst was bekannt, wo man... Also eine Handelsstraße auf jeden Fall. Also es gibt effektiv nur eine direkt. Die zur Brücke führen. Genau, von Stenau zur Brücke. Okay. Und ansonsten, ja, gibt es, wie gesagt, verschiedene... Nach der Karte nach zu urteilen, würde das ja bedeuten, wir schlagen uns jetzt im Idealfall gen Osten in den Wald durch und machen dann einen Knick Richtung Süden und versuchen, den Weg über die Felder so kurz wie möglich zu gestalten. Sollten wir, wenn das
eurer Meinung auch das Beste nach ist, dann... Also genau, also da könnt ihr über die Felder oder ihr geht ein bisschen weiter nach Osten und dann im Wald nach Südosten Richtung. Wir müssten die Handelsstraße nur kreuzen, also wir würden aber einen ganz schönen großen Bogen schlagen. Ja, also ihr könnt hier den Wald mitnehmen, das ist aber definitiv ein ziemlich tiefer Wald. Hm. Aus dem übrigens ein gewisser Firbolg stammt, also du weißt grob in welche Himmelsrichtung. Ach, von der Seite. Ein Ossi. Von drüben. Von draußen, vom düster Wald komme ich her. Schwarzwald. Bist du dir sicher, dass eine Zirkustruppe eine gute Tarnung wäre? Ist das nicht etwas auffällig? Manchmal ist das die beste Tarnung. Die fahrende Kleinkünstler? Ich halte das für eine sehr gute Idee. Aber nicht dieses Wort. Kleinkünstler? Fahrend. Gebüsch. Weil der Chat gerade schrieb, die Character Art unten bei den Spielern ist super. Ja, ist sie. Volle Liebe an Fabi. Vielen, vielen Dank. So, Freunde. Wir sollten uns dennoch beeilen. Unser Verschwinden wird nicht lange unbemerkt bleiben. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir haben besprochen, dass wir jetzt Richtung Wald gehen, dann Richtung Süden knicken und so. Wenn das auch euer Wunsch ist? Ich gebe Pferd Morok einen Klaps auf den Hintern, dass es losreitet und fange wieder an zu joggen. Druidismus. Ich bin immer noch recht. Du musst dich nicht schlagen. Oh, das habe ich vergessen. Es tut mir leid. Naja, ich wäre auf jeden Fall dafür, nicht allzu viel Zeit in Städten zu verbringen. Wenn es möglich wäre. Ich bin Künstler. Ich brauche Publikum. Naja, aber wir können ja in Städten auftreten, in Tavernen und dann wieder gehen. Das ist der klassische, was hast denn du denn für ein Problem? Möchtest du... Okay, wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, was unsere langfristigen Pläne sind, aber möchtest du wirklich an einem Ort bleiben, wenn wir... Gesucht werden? Verfolgt werden? In Stenau schon gar nicht, nein. Dort würde ich gern nur alle möglichen legalen, illegalen Papiere besorgen, die wir brauchen, um, also legal natürlich, nachdrucken, schreiben lassen, um möglichst schnell, gen, ja, wo denn hin? Das müssen wir uns dann überlegen. Vielleicht finden wir einen Kartografen dort. Wäre sowas, ich meine, immerhin so einer Bergbaugegend, die müssen auch die Minen kartografieren? Ja, gibt es definitiv dort. Gut, dann dahin, Stenau. Ich folge euch. Also mit euch meine ich euch drei, weil ihr auf dem Pferd. Also ihr seid auf dem Pferd. Dann auf geht's. Wir reden später. In dem Moment verwandelt sich. Wirklich? Gut. Harte Landung. Au. Boing. Zeit ist um. Warum nicht? Ist nur eine Stunde, ne? Ja. Auf dem Land. Ja. Deswegen habe ich vorhin gefragt, wie lange. Ja, ist jetzt um. Ja. Das war etwas plötzlich. Verzeihung. Das ist schmutzig. Dennoch, auf geht's. Wir haben alle unsere Sachen. Sattelt die Hühner. Bock. Und im nächsten Moment. Nein. Ein riesiges Huhn. Ein Wehrhuhn, ja. Oh, guck mal. Gut, also den Weg um die Felder. Ja, gen Osten erstmal in den Wald. Ein Stück? Also doch über den Wald. Ja, ein kleines Stück, um den Weg über die Felder so kurz wie möglich zu gestalten, dass man jetzt nicht eine komische, seltsame, wandernde Truppe aus unterschiedlich sie nicht sein könnenden Menschen, Wesen. Ja. Ihr seid relativ abseits. Das heißt, also nochmal eine halbe Stunde und ihr seid aus dem Waldstück, in dem ihr gerade seid, wieder raus. Und habt vor euch wirklich Felder. Eine Mischung aus noch unberührter Natur, einfach nur wirklich fließende, weite Grüne. Und ob des Morgens tauverhangene Wiesen. Und an einigen Stellen, vor allem allerdings weiter von euch aus rechts gesehen, also etwas weiter entfernt von den Füßen der Berge, seht ihr immer mal einzelne Gehöfte und offensichtlich genutzte Felder, also halt wirklich agrikulturell verwendetes Land. Was dort angebaut wird, könnt ihr jetzt auf die Entfernung nicht erkennen, aber wenn ihr nicht vorhabt, euch dem zu nähern, lasst ihr das einfach rechts liegen. Ja. Und die nächsten 4 Stunden
lauft ihr einfach nur vergleichsweise entspannt, denke ich mal, über grünes Terrain. Und ihr seht dann jetzt schon, nachdem ihr da einmal über eine Hügelkuppe kommt, in der Entfernung den Wald. Und so hoch, wie ihr gerade steht, und so klar, wie gerade die Luft ist, wer von euch hat die höchste Perception? Ich tue mal so, als würde ich nachschauen, weil ich 12. Davon ausgehe, dass ich 14. 14. 10. Wie viel? 10. 12, ja. Dir fällt es am ehesten auf, aber die anderen sehen es auch, nachdem du kurz stehen bleibst und schaust. In der Entfernung am Horizont siehst du das Glitzern der Geschwister, der beiden großen Seen. Hm. Erstaunlich, wie wenig Dörfer dann drum sind. Wobei. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach, das meiste sind einfach nur so einzelne Gehöfte, so ein, zwei Hütten. Tatsächliche Dörfer gibt es dann wieder näher an Stenau dran. Alles, was sich so als Satellit quasi ringsrum gebildet hat. Wie lang waren wir etwa in dem Arbeitslager? Ich glaube, das war eure zweite Woche, die ihr gerade da durch hattet oder so. 3 Wochen. Das war jetzt nicht sehr lange. Okay. Gut. Du warst sehr schnell mit deinem Kampfring, den du da aufgebaut hast. Zweite Nacht. Ich habe buchstäblich am zweiten Abend direkt ein paar Leute zusammengesammelt. Ach wie so groß sind die Seen denn? Also so mal als Vergleich, reden wir eher so von Bodensee oder eher... Oh, okay. Mehr Bodensee als Großbodener See, ja. Und in die Richtung ist dann Stenau und Wald. In der Stenau müsste in Richtung... Also ich glaube, wenn man es richtig, richtig einschätzt, die beiden Seen zusammen sollten in etwa die Fläche des Bodensees haben. Mhm. Großer See. Okay, also das ist schon... Ziemlich groß. Gut, dementsprechend ist die Strecke nach Stenau wahrscheinlich auch 2 Tage oder so. Ja, definitiv. Mindestens. Ich habe jetzt hier kein Grid drauf liegen, aber... Alles gut, das kann man ja nachholen. Ja, so circa 2 Tagesmärsche wären es. Das heißt, also es sind auf jeden Fall auf der Straße, die befestigt ist, wo man dadurch ganz gut reisen kann, sind es ziemlich exakt 2 Tagesmärsche von Stenau bis zur Brücke. Aha. Mhm. Brücke wird wahrscheinlich eher... Und halt eben mit unwegsamem Terrain und Wald läuft es auch sehr wenig aus. Ja. Brücke ist eher so ein No-Go für now. Ja, nicht ohne Papiere so, und. Nicht ohne Papier. Das ist so, als würdest du etwas in Lametta versteckt da versuchen durchzubringen, wenn du versuchst, mich über diese Brücke zu bringen. Genau, das ist sie. Jetzt muss ich. Das auszusprechen. Zdefniani Mostek. Glückwunsch. Zwergisch für die Holzbrücke. Weil sie wurde halt von den Zwergen, die hier aus dem Gebirge quasi kamen und die umliegenden Wälder Länder gebaut. Zwerge, nee, sie ist aus Stein, aber sie heißt ironischerweise die Holzbrücke, weil sie die Waldländer im Osten mit der zwergischen Dominion verbunden hat. Und damit wurde sie effektiv für den Import von bestimmten Hölzern genutzt. Zündhölzer. Wissen Zwerge überhaupt, wie man Holz verbaut? Ja, als Stiel für die Axt. Ah, ja. Zum Essen. Süßholz. Raspeln. gut, ich nehme mal an, dass ob der Größe wir wahrscheinlich erst gen Abend Richtung Wald kommen. Ja. Gut. Hier bis hierhin erstreckt sich leider meine Kenntnis der Gegend nicht. Kennt sich hiermit jemand aus? Nope. Kennt jemand die Gegend hier? Kenn ich. Ich war hier noch. Ja. Wie gesagt, ja. Du kennst tatsächlich exakt diesen Wald und nur bis zur Grenze des Waldes sehr gut. Also generell als Vierbeugs lebt ihr waldnomadisch gefühlt. Also ihr bildet nicht direkt Dörfer in dem Sinne, sondern einzelne Familienstämme und teilweise sogar einzelne Mitglieder der Familie sind einsiedlerartig unterwegs. Jeder hat dann quasi so wie sein eigenes Revier. Aber manchmal trifft man sich dann halt trotzdem. Und da gibt es dann immer einen familiären, ancestralen, weiß jetzt nicht, Gathering Ground. Jedenfalls halt eine Stelle, wo ihr euch immer wieder trefft. Und da ist halt gerade dir jenes geschehen. Mhm. Das befindet sich am nordöstlichen Ende des Waldes am Fluss. Sind irgendwie andere noch in der Gegend? Oder irgendwie ein Stamm,
der jetzt hier ist. Es war nur euer Clan, eure Familie. Mhm. Ihr wart die Einzigen hier in dem Wald. Weil es ist euer Wald, für den ihr verantwortlich wart. Verstanden. Hat ja gut geklappt. Das heißt, du wirst auch etwas unruhiger. Ich bin sehr nostalgisch. Ja. Morok, du kennst diesen Wald? Mhm. Das ist mein Zuhause. Oh, hervorragend! Wir sehen deine Familie. Oh, es gibt noch mehr von dir? Oh mein Gott, seid ihr alle so groß? Oh, seid ihr böse. Ich wünsche mir eine Träne weg. Das hat sie noch nie gehört, dass jemand gefragt hat, ob so andere so groß sind. Ja. Nur weil du vorhin wieder Witze über meine Größe gemacht hast. Entschuldigung. Ich wische mir eine Träne weg. Was ist Morok? Sie freut sich, er freut sich darauf, seine Familie wieder zu treffen, ist doch klar. Ich fürchte, dass das nicht möglich ist. Oh, sind die im Urlaub? Nehmen Sie keine Fremden auf? Nein. Sind Sie verreist? Hattest du das schon mal im Gefängnis erwähnt? Ich habe es Ihnen gegenüber erwähnt. Oh. Der Grund, warum ich so schlecht auf die Wachen zu sprechen war, war, dass sie mich genau hier aufgegabelt haben. Oh, stimmt. Ich erinnere mich. Verzeihung. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. Kontext! Die sind tot? Ah. Ein einzelner Rabe fliegt aus dem Planeten. Das ist mir echt schwer. Oh Mann, Morok, das tut mir echt leid. Mhm. Mein Beileid. Dennoch, kennst du dich in diesem Wald jetzt sehr gut aus, nehme ich an? Ja. Wirst du uns an eine Stelle führen können, wo wir vielleicht die Nacht verbringen können? Hast du noch etwas wie ein Haus oder eine Gegend, die sicher ist? Ja, ich meine, wir waren nicht in dieser Zeit hier, so sind wieder zurück. Also vielleicht gibt es Dinge, die noch da sind. Wieder da sind. Nun rechnen wir nicht damit. Also es wäre ziemlich genau ein Tagesmarsch durch den Wald, bis ihr dann dort ankommt, okay. Da es jetzt schon Abend ist. Ach so. Irgendwas Näheres, wo man sich in so einen Unterschlupf, eine Höhle, irgendwas? Ja, das ließe sich finden. Also jetzt nicht direkt eine Höhle, aber auf jeden Fall so ein Überhang, der ein bisschen windgeschützt ist. Gut. Dann bringe ich euch genau dahin. Gut, dann folgen wir dir. Also ich folge dir. Morok, sag mal, ist es hier eigentlich sicher? In welchem Sinne? Naja, gibt es noch anderes, was so im Wald lebt? Normalerweise nicht, wenn nicht irgendwelche fremden Leute in meinen Wald kommen. Okay, gut. I guess. Die Frage war wahrscheinlich nach gefährlichen Lebewesen. Riesenspinnen. Zum Beispiel. Gibt's aber Bären? Spinnen magst du? Keine Spinnen? Ich hasse Spinnen. Angst, Potter. Also, wenn du das explizit fragst, du weißt, ja, hier gibt's Riesenspinnen. Oh, Der Wald ist voller Gekröse. Spinnen, Bären, Wölfe, Wiesel, Schlangen. Wiesel. Schlangen? Du wirst mir immer seltsamer. Jetzt erst? Tatsächlich ja. Du machtest am Anfang eher einen aufgeschlossenen Eindruck. Mittlerweile scheinst du mir ein recht giftiger welcher zu sein. Du bist so interessiert an allem, was giftig ist. Kann das sein? Oh ja, Das ist ja nämlich dann ein Vorfall. Nennen wir es berufliche Neugier. Jetzt bin ich neugierig. Beruflich? Hatte ich mit Gift zu tun. Ihr seid Giftmischer. Oh ja. Das kann mal beruflich werden? Natürlich. Also, Beruf ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Ich wurde nicht bezahlt. Das ist klar. Sagen wir Berufung. Es war meine Berufung. Wovon hast du gelebt? Luft und Liebe sieht mir nicht danach aus. So blass wie du bist. Blass? Stimmt, weiß. Kalt. Grau. Grau. Gräu.
ist grau. Gräulich. Milchgrau. Sprichst du von seinen Haaren? Nein, Spaß beiseite. Mhm. Das klingt nach etwas, das wir vielleicht auch zu Geld machen könnten. Wir werden es brauchen. Natürlich. Geld lässt sich auf jeden Fall damit machen, schätze ich. Also, wenn die Preise an der Oberfläche so sind wie in meiner Heimat. Allerdings würde ich den Wert eher weniger in Gold messen als in Nützlichkeit. Ich verstehe, du hast eindrücklich bewiesen, wozu du fähig bist. Das macht mir immer noch ein bisschen Angst. Aber ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Naja, aus euch werde ich auch nicht wirklich schlau. Die anderen kann ich einigermaßen einschätzen, aber ihr seid mir ein Rätsel. Aber warum? Ich trage meine Meinung offen vor mir her und ich strecke den Bauch raus. Und Ovax so, also war er es doch. Ja, mein Kopf ist gerade schon so ein... Ach ja. Gift. Ich erinnere mich. Ich war es trotzdem nicht. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also wirklich, dieser amateurhaft durchgeführte Giftanschlag mir in die Schuhe schieben zu wollen, was er damit sagen ist eine will. Beleidigung. Wenn er euch tot sehen wollte, wer hat er es? Das glaube ich nicht. Ah, ich spiele eine Connoisseur. Naja, scheint mir relativ robust zu sein. Danke. Du wirst einer, der es bemerkt hat. Du wirst aus mir nicht schlau. Ja, warum? Seid ihr hier? Seid ihr von hier? Nein. Ihr habt Geheimnisse. Oh ja. Was habt ihr vor? Das würde mich langsam auch mal interessieren. Wird das jetzt ein Verhör? Ja. Reine Neugierde. Wie weit sind wir vom Wald weg? Ihr seid schon im Wald. Ich bin angenommen, dass ihr jetzt gelaufen seid. Ja, genau. Ja. Das war während des Laufens. Ja. Aber also wir haben es bis zum Wald schon geschafft. Ja. Gut, okay. Das wird eine längere Geschichte. Ich bin gern bereit, einen Teil davon zu erzählen. Nun, da wir vermutlich die nächste Zeit aufeinander angewiesen sein werden. Aber lasst uns doch erst irgendetwas finden, wo wir, naja, sowas Ähnliches wie ein Dach über dem Kopf haben. Ich würde gern ein Feuer anmachen. Wie weit sind essen. Wir noch ungefähr weg? 20 Minuten bis zu der Stelle, die du vorhast. Also noch ein wenig Geduld. Ich denke, es wäre gut. Wir sollten uns vielleicht darüber im Klaren werden, was wir von jetzt an tun wollen. Und vielleicht was essen. Ich habe Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Ja. Was isst du eigentlich? Pilze. Keine Zwiebeln, so viel steht fest. Was hat es mit diesen Zwiebeln auf sich? Wenn wir in Roma sind, dann kaufe ich dir mal einen Sack Zwiebeln. Was macht man damit? Kocht man sie? Schälen, braten, hervorragend gedünstet. Ja, auch. Ja. Sie sind so ziemlich universell einsetzbar. Nur ähnlich, sagt der Apfel was? Obst. Dinge von Bäumen. Was? Ja. Ach, diese Dinge. Ja, ja. Da wachsen Lebensmittel dran? Ja, selbstverständlich. Du bist tatsächlich wirklich nicht weit gereist, kann es sein? Nein, ich bin quasi gerade erst aus meinem Loch gekrochen. Vor 2 Wochen. Wir werden so viel Freude mit dir haben. Da muss ich wohl meine Kochkünste mal beweisen. Kannst du kochen? Ja, ein bisschen. Was kochen Halborgs? Naja, was normale, also andere normale Leute kochen. Wasser. Ja, Suppe. Salat. Salat. Salat kochen, ja. Den leckeren Salat. Als ob ein Ork Salat machen würde. Was denkst du, warum die so grün sind? Photosynthese. Ich bin sehr fotogen, ja. Nein. Photosynthese. Tatsächlich hat Ovak einen als mit seinem Gladiator-Background einen sehr ausgewogenen Ernährungsplan. Eier. Im Hinterkopf immer gehabt. Also. Im Hinterkopf gehabt, aber nie ausgeführt. Und dann immer Schokolade gegessen, genau. Hühnchen und Reis. Apropos Schokolade. Möchtest du deine Ration mit uns teilen? Ehrlich oder höflich? Brüderlich. Brüderlich geklaut, Schwestern.
beschissen. Gut, das ist wie eine Vogelmama aus dem Mund. Okay, Freunde. Noch ein paar Minuten und ihr erreicht den Ort, den Morok vorgeschlagen hat. Generell hier in dem Waldabschnitt, auch wenn das eigentlich so aussieht, als würde es hier langsam in Flachland übergehen, das wirkt relativ zur Furcht. Also es gibt immer mal einzelne tiefe Gräben, die sich durchziehen, als wäre da mal irgendwie was aufgerissen und dann abgesackt oder sowas. Also nicht jetzt wie ein Flussbett, sondern eher wie Erde kaputt. Genau, eher wie Erde kaputt. Mhm. Einige Sachen sind auch ausgetrocknete Flussblätter, die ihr mal durchqueren müsst. Also ausgetrocknet es ist tatsächlich oder getrocknet? Ausgetrocknet, also auch je nachdem, wie es passiert ist. Ich aber ja. Ist es sowas, was ich noch kenne vom Durchmalstück? Ja, ja, okay, ist hier bekannt. Okay. Das ist einfach ein, wer Herr der Ringe gelesen hat, so ein bisschen Alter Wald mäßig. Nee, nicht Fangorn, der alte Wald. Alter Wald. Bei Bombardier. Genau, Bombardier und Co. Mhm. Also wie gesagt, relativ viele Furchen und dann gibt es einzelne Bachläufe auch, die sich mal durchziehen, die jetzt nicht groß genug sind, um hier auf der Karte vermerkt zu werden, die dann wieder an anderen Stellen auch mal 15 Meter tief irgendwelche Felsen herunterlaufen und dann unten wieder etwas flacher weiterziehen. Und das seht ihr schon auf den ersten 20 Metern in den Wald hinein. Also hier ist wirklich alles sehr urig. Und die Stelle, die ihr erreicht, ist eben in einer dieser Furchen. Das sieht halt wirklich aus, als hätte da einfach einer mit der Schaufel quasi einmal was ausgegraben. Der Furch, ne? Und Grüße an Frau Furch, ne? Ja, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Mhm. Und auf einer Seite, der ein bisschen Überhang gebildet hat, seht ihr riesiges Wurzelwerk. Zwei große Bäume dort oben stehen relativ schief. Also du wärst überzeugt, ein ordentlicher Wind müsste die umpusten auf euch runter, aber die scheinen schon so lange dort zu stehen. Hm. Und das Wurzelwerk hält eben dort auch noch die Erde. Und dadurch hat sich halt wirklich ein schräger Überhang gebildet mit einem Dach aus Wurzeln. Hm. Und drunter ein bisschen lehmiger Boden, aber sicher genug, geschützt. Und offen genug, dass man Feuer machen kann bei Bedarf. Was für eine Jahreszeit ist eigentlich? Herbst. Herbst. Also es ist noch nicht bitterkalt irgendwie. Äquivalent Ende September. Achtung. Okay. Mahlzeit. Du hast ein hübsches Zuhause. Tatsächlich. Das ist nicht mein Zuhause. Oh. Du hast nicht gesagt, ist egal. Das ist der Wald, in dem ich lebe, aber mein Zuhause ist noch ungefähr einen ganzen Tagesmarsch entfernt. Ist es zumindest etwas gemütlicher als dieses Loch? Feingefühl wie immer, Wannan. Glaub mir, wenn du lang genug im Wald lebst, leben musst, dann lernst du Gegenden wie diese hier, und ich zeige auf die Wurzeln, die von oben nach unten hängen, an denen Regenwasser herunterlaufen kann, an denen sich vielleicht, und ich fasse die Blätter an, Tau sammelt, dass du trinken kannst, an denen, und ich nehme eine Beere von einem Strauch, Früchte wachsen, die du einfach essen kannst, wenn du Hunger hast, und ein Dach über dem Kopf hast, wenn Blitze und Donner auf dich niederprasseln. Glaub mir, dann lernst du genau diese Gegenden sehr zu schätzen. Ich spreche dir aus Erfahrung. Oh ja. Vielleicht ist es Zeit doch für eine längere Geschichte. Ihr seht mir nicht wie ein Camper aus. You look like a happy camper. Ja, aber es gab Zeiten, da sah ich nicht so aus. So. Dass ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe, habe ich zu einem gewissen Teil anderen Menschen zu verdanken. Kaum zu glauben, wo du doch immer zu schade bist, dir die Hände dreckig zu machen. Tja, ja, das stimmt. Seid ihr gerne so auffällig? Ja, ja. Und was hat dich in so einen Wald verschlagen? Angst. Es gab mal eine Zeit, und relativ fachmännisch macht Arteso aus zwei, drei zusammengesammelten Ästen und dem aus seinem Rucksack genommenen Zunderschwamm, Feuerstein und Stahl, bin von
mehreren Augenschlägen ein Lagerfeuer an. Zumindest eine kleine Flamme. Juckt ihr währenddessen die Prestidigitation in den Fingern? Ja. Kann man sich. Nein, danke. Habe ich Prestidigitation? Ich? Nee, ich glaube als Barber nicht. Zu schade. Ich hätte es gern wieder ausgemacht, aber... Nein! Es gab Zeiten, in denen ich mich auf so etwas nicht verlassen konnte. Es ist lang her und... Wenn wir uns vielleicht mehrere Tage länger kennen, wenn wir noch mehr als den einen oder anderen Nahtod miteinander erleben, und ich befürchte, so wie wir uns benehmen, wird das nicht lange auf sich warten lassen, dann erzähle ich euch irgendwann die ganze Geschichte. Aber es soll reichen zu sagen, dass auch meine Familie, soweit ich das beurteilen kann, nicht mehr auf der Welt ist. Und ich verdanke es einer anderen Familie, dass ich am Leben bin und ja, ein fröhlicher Geselle. Ich habe ein Instrument spielen gelernt. Ich kann mittlerweile über die Musik mehr erzählen vielleicht als über Worte. Und ich nehme Kalyani zur Seite und spiele mit einem Bogen, eine Weise. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das kannst du dein Instrument nochmal beschreiben? Ich weiß gar nicht, ob das on-screen besser passiert ist. Ja, es ist ein seltsam geformtes Instrument. Eigentlich, ihr kennt zumindest die kultiviertere, also nein, ihr kennt nicht. Doch. Abgesehen von vier und nicht. Nein, es ist ein seltsames Stück Holz, geformt, ein sehr, sehr langer Ast, oben mit großen Knöpfen, wie es scheint. Und entlang einer glatten Holzseite langgeführt sind mehrere dünne Stränge. Ob das jetzt Haar ist, vermögt ihr nicht zu sagen. Und sie enden unten an einem relativ kleinen hölzernen Korpus in dieser Größe, in dessen Mitte ein kleines Loch ist. Und du, der du Musikinstrumente kennst, möchtest meinen, dass als Resonanzkörper dieses kleine Stückchen da kaum was hergibt. Es sieht ein bisschen geflickschustert aus, auf eine seltsame Art und Weise, weil es nicht, also es sieht nicht aus wie mal schnell zusammengeschraubt, aber es sieht so aus, als hätte es einfach schon viele, viele Veränderungen hinter sich. Also vier der sechs Knöpfe, die oben drauf sind, besitzen an den Seiten kleine Stellschrauben, offensichtlich aus einer Art Zahn, das scheint irgendwie ein Knochen zu sein, wobei die zwei oberen eher Holzräder zu sein scheinen. Unten der Korpus ist eine Seite mit irgendwas Perlmutt-ähnlichem beschlagen, die andere Seite ist blankes Holz. Wie dem auch sei, er lehnt sich das Instrument, indem er es auf den Boden spickt fast, also die Spitze unten des Instrumentes ist sehr, sehr lang aus Metall und scharf. In den Boden lehnt sich den Hals an den Hals, schmiegt sich dagegen und mit der anderen Hand führt er eine, ja, du würdest es eigentlich eher als Waffe bezeichnen. Es sieht aus wie so eine Art, eine Mischung aus Säbel und Florett. Ganz seltsam, es hat, obwohl es eine Schneide hat, es ist eine sehr, sehr dünne Klinge, die aber gebogen ist. Und in der Hohlkehle, die eigentlich dadurch entsteht, ist ebenfalls so eine Art Saite gespannt. Und auf der spielt er und es kommen Töne raus, indem diese eine Saite über die anderen Saiten streicht. Und die Musik, die in die Ohren kommt, klingt hoffentlich gut und erweckt so ein bisschen auch das Bild in eurem Kopf von einem Wald, den Duft von Baumharz, das ist so dieses saftig Tannengrün und geschlagenes Holz, Holzspäne und gen Ende, als das Lied ein bisschen hektischer, trauriger, panischer wird, mischt sich so, du kennst den Geschmack sehr gut, der ist sehr eisenhaltig, mit in das Lied und endet relativ abrupt mit
wie so eine Art Galopp von Pferden oder das Rumpeln eines Wagens. Er klopft dabei auch auf den Korpus seines Instruments. Und dort hört die Geschichte auf. Oder das Gefühl. War grandios. Beeindruckend. Verbeugt sich. Dankeschön. Kannst du mir beibringen, das Ding zu spielen? Oh, ich glaube, du kannst es schon spielen. Er dreht es um, halt es wie eine Waffe in die Richtung. Es ist mehr ein Fechten als ein Schlagen, also trotz allem lieber die Spitze benutzen. Ich versuche einfach das zu machen, was er auch gemacht hat. Ich versuche einfach auf Vorsicht. Ding auf meinem Instrument? Ja, aber sehr vorsichtig. Owak vorsichtig? Nein, ja, also wirklich, wirklich Moment, vorsichtig. Moment. Also, ich habe einen großen Respekt davor, was das übrigens mal rausgezögert hat. Okay. Ich würde gerne versuchen, darauf zu spielen. Ich reiche vorsichtig Kalyani hin. Tue ihr nicht weh. Natürlich nicht. Und ich behandle es mit der gleichen Sorgfalt, mit der ich auch Uwak behandeln würde. Okay. Ich versuche. Du schlägst ja auf den Kopf. Ich setze mich drauf. Hast du jemals ein Saiteninstrument geführt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass ich durchaus schon Instrumente in der Hand hatte. Ich weiß, du hast ein. Ich besitze auch ein Instrument. Du hast Proficiency mit was anderem allerdings, ne? Ja, habe ich. Dann gib mir mal einen Performance-Check mit Disadvantage, bitte. Mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich überhaupt. Ganz kurz mal schauen, welches Instrument das war. Ich glaube, ich weiß, welches Instrument das war. Na, wo ist es denn? Ich erinnere mich an Trommel. Ja, ich mich auch. ähnlich. Saiteninstrument. Ich bin mit einem anderen Instrument. Hier, das ist für meine Performance. Trommeln sind auch gespannt. Performance? Ich bin auch gespannt, ja. Oh, ich bin auch gespannt. 22. Aber Disadvantage, du musst leider nochmal. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nein. Ah, 11. Immerhin. Du hast schon in deiner Zeit einen Haufen Leute kennengelernt, die zum ersten Mal ein Instrument in die Hand nehmen und halt gerade Saiteninstrumente oder Streichinstrumente erst recht. Du hältst dir schon halb die Ohren zu. Mhm. Und er produziert trotzdem einen sauberen Ton. In dem Moment, in dem er drüber streicht, versuche ich unauffällig das Amulett an meinem Hals zu berühren und meine Illusion zu casten, um das Geräusch einer springenden Seite zu produzieren. Okay, du hörst. Ich wollte gerade noch sagen, das Einzige, was auffällt, ist, dass der Ton, der rauskommt, vielleicht sauber klingt, aber bedeutend leiser ist. Wirklich, ja? Ich nehme nicht an, dass ich. Gut, ich erwarte das ja einfach nicht. Oh Gottes Willen, was tust du? Boing. Ich hechte zu Owak. Beide Seiten noch okay. Was? Wer von... Gib mir mal ganz kurz einen Sleight of Hand Check. Ach, da steht's so. Drums, ja. War das Vocal? Ja. Nee, nur. Das ist, glaube ich, nur Somatic. Somatisch, ja. Okay. Und Material. Ja. Hast du ein Material dafür? Fokus. Ja, Fokus. Du hast einen Fokus? Ja. Also dachte ich mit der. Du kannst keinen Fokus verwenden, glaube ich. Weiß ich nicht. Doch. Das Symbol. Ach nee. Ach so, warte, sorry. Holy Symbol ist gleich Fokus. Das war das vom Paladin-Spell? Nee, das ist vom Rogue. Ah, ja, der kann, glaube ich, nicht mit dem Fokus umgehen. Das steht dann, das hast du, wenn dann als Feed. Also als Class-Feature. Aha. Okay, dann werde ich mit irgendwas in meiner Tasche rumgefummelt haben. 17. 17, ja, du kriegst es nicht mit. Dang. Bei dir muss ich mich entschuldigen, außer du kannst zaubern. Nein. Nee, nicht mal ansatzweise. You're a wizard, Larry. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Okay, verzeiht mir den Scherz. Ich war's. Aber ihr hättet euer Gesicht sehen sollen. Owak fängt an zu lachen und klopft. War dann auf die Schulter. Der war echt nicht schlecht. Ja, oder?
Zugegeben, er war wirklich gut. Aber nochmal ein Scherz beiseite. Kannst du mir das beibringen? Nun. Ja, warum nicht? Jemand anders hat es mir schließlich auch beigebracht. Versuchen wir es. Von wem habt ihr das gelernt? Von meiner Mutter. Auf eine gewisse Art und Weise. Ihr solltet sie mal kennenlernen. Sage ich und. Ja. Ich gehe dann mal was zu essen besorgen. Fretzen. Wiesel. Okay, können wir mal kurz. Also theoretisch, ihr habt Verpflegung, aber wenn du willst, kannst du noch mal was zu essen suchen. Dann ich habe keine Verpflegung. Dann Nüsse braten sich. Wir haben Ich habe keine Verpflegung. Das würde, glaube ich, nicht so richtig helfen, dass ja, du, wenn du irgendwo eine Nuss vergraben hast. Wo steht denn jetzt der blöde Mist mit der Trommel? Proficiencies. Ich finde das nicht. Und im Equipment müsste es auch sein, wenn du das als Equipment noch hast. Gerne auch sogar mit Advantage, weil du kennst dich hier sehr gut aus. Nein, nicht bei Features and Trades. Dann eben eine 23. Du findest. Oh Gott, mein Biologiewissen verlässt mich gerade. Gibt es sinnvoll Beeren im Herbst? Ja, gerade da eigentlich. Dachte vor allem im Hochsommer, okay. Ja. Was hat er gerade Saison im Herbst? Was sind wir jetzt gerade? Im Herbst? Ende September, Anfang Oktober, äquivalent. Dann alles, was Pilze. So ein bisschen länger braucht, Brom. Brom? Ja, okay. Ja, lass mich doch Pilze sammeln. Du findest auf jeden Fall Beeren. Ja, für Pilze schon wieder fast wieder. Ist noch zu früh ja. eigentlich. Ja. Aber ja, da könnte auch schon was sein. Tatsächlich, in dem Wald finden sich über das gesamte Jahr Pilze. Den guten grünen Knollenplatz. Finde ich auch eine Zwiebel. Und nein. Oh. Witz, denied. Und zwar sind das tatsächlich Riesenpilze. Die sind hüfthoch, wachsen die. Oh! Holy crap. Das sind ja echt. Das sind Magic Mushrooms. Auf dich haben sie keine Wirkung. gebt mir mal noch eure Rationen. Wie viel habt ihr? 10. Keine. Die sind relativ holzig, aber genießbar und euer Modus operandi ist, da halt auch immer nur ein Teil der Kappe quasi mitzunehmen. Nicht den kompletten Pilz, weil braucht meistens eh nicht. Mhm. Und dann wächst halt meistens tatsächlich da sogar wieder was nach, stellenweise. Und ihr verteilt aktiv die Sporen. Also halt wirklich zu wollt. Mhm. Ja, und du findest unweit des Lagers einen dieser Pilze. Mhm. So grob geschätzt, ja, so ein Drittel davon kannst du rausreißen und mitnehmen, wie sie sich dann über einem Feuer. Soll halt insgesamt genug für alle sein. Wie viele Rationen hast denn du? Ich habe eine Tagesration. Insgesamt? Ja. Zusammen dann sind mit wir bei 16. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind für jeden 3 Tage. Ist nicht so. Was hattest du, eine 23? Ja, ich hatte nur 23. Da findest du genug für 3 Rationen äquivalent. Mhm. Ja gut, die brauche ich mir nicht aufschreiben, wenn wir die Yeah. Also wenn es jetzt nur ums Sammeln geht, wenn ihr noch explizit jagen wollt, da kann man potenziell halt noch mehr rausholen. Auf der anderen Seite müssten wir dann das Wildbret ja auch irgendwie so ja. haltbar kriegen, dass es Sinn macht. Ja, also irgendwie Hasen oder sowas lassen sich ansonsten auch noch, also hier so Kaninchen. Rumtragen eine Weile. Gut, wären kann wir ja noch überhaupt irgendwas zum Jagen für morgen? Gut, aber wir kommen damit fast 4 Tage hin. Das sollte fast draußen. Nee, insgesamt 3. Ich weiß, aber also mit allen unseren Rationen, die wir besitzen, mit dem kämen wir 4 Tage. Ja, okay. Ja, und halt mit so ein bisschen Mix and Match. Kommt da sogar eine halbwegs akzeptable Mahlzeit bei rum. Cool, ich komme zurück. So 2 Arme voll. Pilz. Ja. Ihr bereitet das zu. Wie? Suppe. Hat irgendjemand Kochgerät? Nein. Poisonous Kid. Ich bin. Ja. Eisenstein. Ja, das ist vollkommen. À la Schnitzel, so nach dem Motto. Das tut's vollkommen in dem Moment, ja. Ich bin nicht auf diese Art Umgebung eingestellt. Wasser, nicht. Wasser findet ihr auch. Also die ganzen Trinkschläuche sind aufgefüllt an dem kleinen Bächlein da in der Nähe. Ich habe eine kleine Pfanne. Ja. Du hast eine Pfanne. Von allen, die hier sind, hast du eine Pfanne. Ja. Nice.
Mister, ich mag kein Metall, weil alles aus Holz sein muss, hat eine Pfanne. Es ist vielleicht eine Holzpfanne. Nee, es ist tatsächlich, es ist aus Stein, also wie aus Schiefer. Obsidian. Nee, das ist ja Glas. Ja. Im Endeffekt, es sieht aus wie ein, es ist quasi geformt wie eine Pfanne, also hat quasi einen Händel an der Seite, den ihr durch Holz getrieben habt. Das heißt, es ist halt wirklich zum Anfassen. Und im Endeffekt, ja, du heizt halt wirklich einfach nur mit dem Ding über Feuer den Stein auf. Mhm. Sweet. Es ist nichts Großes, aber bedient euch. Vielen Dank, Morok. Ja, damit kann ich wirklich mal was anfangen. Viel besser als dieses Zeug in dem Lager. So. Oh, das definitiv. Das war gar nicht so schlecht. Was sind das für Pilze? Ja. Das ist Pilz? Was hast du nicht gesehen, was er unter dem Arm hatte, als er hierher kam? Schweiß, Dreck und wenig Klamotten. Das verleiht nur Würze. Das ist alles abgestorben. Es war heiß. Ich nehme das. Wir brauchen sowieso, es reicht eh nur für vier. Ich esse ihr hattet genug Wasser, um vorher die Pilze nochmal zu waschen, tatsächlich. Holy shit. Wir brauchen eh 5 Rationen, ich esse keine. Also ich streiche jetzt 5 weg, ja? Mhm. Hast du die 3 vorher drauf addiert? Ja, ja, genau. Okay. Und halt so mit ein bisschen Gegröße, was du sonst noch so gefunden hast, so drüber gesprenkelt. Mhm. Es ist halbwegs genießbar für dich. Gib du mir mal bitte einen Constitution Save. Was, ich? Ja. Auch schon wieder? Müsste er ihn nicht erkennen, wenn er schlimm wäre? Dachte ich auch. Das sieht gut aus. Ganz dünn. 19. Okay. Wenn du das Zeug isst, es kribbelt ein kleines bisschen. Killer Pilz. Nicht unangenehm. Mit der Zeit merkst du, dass es ein ganz kleines bisschen schwieriger wird zu atmen. Aber nicht so schlimm, dass es unangenehm wird. So wie eine du hast eine allergische Reaktion. Auf Pilze! Moment! Auf irgendwas, was du hier an der Oberfläche gerade gegessen hast. Ist der Pilz auch glutenfrei? Es ist ein mehliger Pilz. Das komplett veränderte Biom. Wasser. Zu scharf? Naja. Ich reiche ihm Wasser. Ich finde das so lustig, wenn du einen Charakter spielen würdest, der Schärfe nicht ausstehen kann. Ausgerechnet du. Naja, ich schätze mal, Chilis und sowas wachsen wahrscheinlich unter der Erde nicht so. Sie brauchen ziemlich Sonne, ja. Da habe ich noch nie was wirklich Scharfes Pilze gegessen. Pilze, was isst du dann wahrscheinlich? Pilze, Wurzeln viel? Ne? Ja, nee, Wurzeln müssen ja auch. Die müssen an Pflanzen hängen. Ja. Ich glaube, so weit runter wachsen die nicht. Ich schätze mal. Pilze, Insekten und teilweise andere Livestock, der halt unten gezüchtet wurde. Ich weiß nicht, gibt es Fische im Unterwasser? Ja. Ja. Sowas. Grottenulme. Ulm. Ulm. Oh, ich muss gerade an solche Menschen. Blobfische denken. Oh ja, Menschen. Oh. Was? Penisfische. Blobfische? Gnome. Das sind ja Blobfische. Aber Gnome, die. Ich. Da ist ja nichts dran. Die so traurig aussehen. Ah! Die Gnome? Die Dinger. Achso, die. Nee, das. Achso, ja, das sind okay. Blobfische. Ja, Penisfische sind die sich. Ja, das sind ja keine. Nee, das ist wieder was anderes. Penisfische sind eigentlich Würmer, die einfach nur. Gab's doch neulich. Topic! Die Story in Kalifornien, das ist ein ganzer Strand voller. Vor 22 Uhr. Die heißen nur so. Die schmecken nicht so. Woher weißt du das? Warte, was? Zurück zum Abendessen. Ja, also wie gesagt, Pilze. Es schmeckt, aber es fühlt sich ein bisschen weird an. Hast du zu schnell geschluckt? Nee, ich weiß nicht. Es kratzt etwas im Hals. Juckt das? Ja. Naja, ich lass es wohl für heute mal gut sein. Mhm. Ist, glaube ich, nicht deine Schuld. Bleibt mehr für mich. Kein anaphylaktischer Schock, aber du hast schon genug und du hast den Spaß sicherlich auch schon mal durch. Schon oft genug allergische Reaktionen gesehen. Mhm. Tatsächlich, sein Gesicht gewinnt etwas Farbe. Oh, krass. Wie wird es dann? Oh. Leicht rosa. Ah, verliebt. Oh. Ja, ein bisschen. Moment. Das hat ja nicht lange gedauert. Ich fühle mich immer so komisch zwischen den beiden. Es ist so warm. Das ist unsere Ausdünstung. Ich würde das Feuer so noch ein bisschen nachlegen. Mhm.
was machen wir jetzt? Feuer. Oh ja, gute Frage. Ich wüsste gerne ein bisschen mehr über euch. Obak, wo genau kommst du her? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht weißt, wer ich bin. Oh, oh. Das hat sein Ego verletzt. Sagen wir... Nein, nein, nein. Ein Halborg, der mit Pferden redet? Ich rede nicht mit Pferden, ich reite auf Pferden. Das ist ein Unterschied. Ich bin nicht verrückt. Das wollte ich damit nicht implizieren. Gut, wie auch immer. Ich komme aus Groma. Ja. Kenne ich Groma? Ja. Okay. Für Stream, Groma ist große... Die Karte ist, glaube ich, gerade... Ach doch, die Karte ist wieder offen. Ja, stimmt. Ja, also große Hafenstadt im Osten. Richtig, die da oben rechts zu sehen. Eine der, wenn nicht die größte Stadt. Nicht die Hauptstadt, genau. Aber die Dann größte. Wundert es mich, dass ich von dir nichts gehört habe. Du warst dort bekannt? Ja, das kann man so sagen. Ich habe oft in der Arena gekämpft und habe dort durchaus auch viel Ruhm gesammelt. Dann hätten wir sorgfältiger recherchieren sollen. Wir? Ja, ich war schon mal in Port Groma. Wer war noch nicht in Groma? War ich schon mal... War das die Stadt, in der ich angekommen bin? Nein, du bist gelandet tatsächlich in... Name, Moment. Noch nicht benannt? Nee, schon benannt. Dann kenne ich den Namen von... Oh Gott, da unten. Promin. Okay. Na gut, also es ist eine sehr große Stadt und ich habe dort ein paar Jahre in der Arena gekämpft. Ihr solltet die Konzerthallen dort sehen. Ein Traum. Das Theater erst. Ich wäre gern wieder da. Ich auch. Auf der anderen Seite, jetzt wäre ich nicht so gern da. Ich habe schon vergessen, wie meine Mutti heißt. Dass sie das ja nicht hört. Lass mich in meine Notizen gucken. Ansonsten. Was würde ich dafür geben, wieder ein bisschen mehr Zivilisation zu sehen? Mal kurz Discord aber. Aufmachen. Nee, und damit meine ich nicht diese korrupten Städte, die es hier zu geben scheint. Das ist kein Scherz. Wo genau? König Obak, der Letzte. Theodora, kommst du? Woher bist du denn hier? Die Letzten werden die Ersten. Ach, nein. Ich komme aus Emon. Oh. Wenn ich mich recht entsinne, ist das noch nicht mal auf diesem Flecken Land. Ja, es ist ein anderer Kontinent. Genau genommen die Hauptstadt dort. Das ist eine weite Reise für jemanden so unbewandert wie ihr seid. Was würdet ihr damit implizieren? Wie habt ihr das bisher geschafft? Ich bin vielleicht nicht bewandert in... Wandern? Dem hier? Leben? Wald? Nein, meine Fähigkeiten Pilze? Liegen woanders. Moruki. Ich habe die Magie studiert. Und nun, ich arbeite als eine Art Detektiv für magische Angelegenheiten. Du bist ein Detektiv? Ja. Voll cool. Würdest du zu diesem Gegenstand... Ich zeig auf den Stab. Ja. ...mehr herausfinden können? Weißt du, was das ist, womit wir es hier zu tun haben? Ich habe eine ungefähre Ahnung. Nicht im Detail. Es trifft sich erstaunlich gut. Meine Abschlussarbeit am Lyceum war... Nun ja, befasste sich explizit mit dieser Art Gegenstände. Was sind denn diese Art Gegenstände? Stäbe. Nicht Stäbe, genau genommen die Vestiges of Divergence. Wobei mir... Die was von was? Nun, sehr alte, mächtige Artefakte, die von den Göttern selbst geschaffen und quasi auf dieser Welt hier vergessen wurden. Du willst sagen, das, was wir dort haben... Ist so ein Dings of Dings. Von dem wir potenziell... Übersetzen wir es? Hüllen der Divergenz? Nein! Nein! Messages of Divergence. Sie bleiben... Dann... Ja. Sollten wir es entweder schnellstmöglich verstehen und einsetzen oder loswerden, denn dafür töten Menschen... Wir sollten dafür sorgen, dass die richtigen Leute es in die Hände bekommen. Es jemanden die? Geben. Also so viel Vertrauen habe ich in die Menschheit leider nicht. Ich auch nicht, aber in eine spezielle Gruppe an Menschen. Und anderen.
Es ist ein bisschen schwierig. Diese Gegenstände sind der Grund, weshalb ich hier bin. Also nicht dieser speziell. Ich wusste nicht, es ist nicht einmal bekannt, dass dieser existiert. Also in meinen Aufzeichnungen habe ich zumindest noch nie davon gehört. Oh. Das heißt, du hast keine Ahnung, mit was wir es hier zu tun haben? Was konnten die anderen? Oh, sehr interessante Dinge. Von jemanden von der Schwelle des Todes zurückholen, zu mächtige Zauber wirken. Welche kenne ich, ne? Alle von Vox Machina. Ja, ich muss gerade überlegen, welche das noch alles war. Deathwalker's Ward, Whisper. Genau. Panthras. Was gab's noch? Staff of... Ja, ja, genau. Conflux. Pyre of Conflux. Pyre of Conflux. Dawn Martyr, irgendwie sowas. Wie ist das Ding? Nun, sehr unterschiedlich, sehr mächtig und... Alle magisch. Sehr magisch. Gab's also, auch ein Instrument? Oh, etwas Ähnliches. Wie heißt das Rapier noch? Ich hab's vergessen. Mithcarver. Mithcarver. Ein singendes Rapier. Ha. Moment, ist das... Singen ist davon das... hast du schon mal gehört. Tatsächlich? Ja. In welchem Zusammenhang? Eine Sage. Mythcarver war angeblich die Waffe eines, jetzt muss ich ganz kurz sagen, nicht, dass ich was Falsches erzähle, wenn ich es richtig im Kopf habe, eines großen Barden. Groß? Kenne ich diesen Barden? Nee. Das ist halt also wirklich im Sinne von historisch. Okay. Schule ist Motherfucking God of War. Tal'Dorei, Campaign Guide. Sekunde. Ist Singen nur eine blumige Ausdrucksweise oder sprechen wir von einer singenden Waffe? Nein, ich denke, also, das ist was Ähnliches, nicht wahr? Nun, sie ist zumindest musikalisch. Ich habe sie noch nie in Aktion gesehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich weiß, wer sie besitzt. Ich glaube, mich dunkel zu entsinnen, dass... Hi. Edurom. Yay. Wir lieben es. Da sind wir wieder. Hätte jetzt auch gar nicht so ewig bis zur richtigen Pause mehr gemacht, aber... Egal. Ja, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Generell spinnt hier heute das Flan und das Lan ein kleines bisschen in dem Räumle. Mal schauen. Was habt ihr verpasst? Ja, nix. Das war ja, glaube ich... Das Gelaber über das SpongeBob-Schwammkopf-Musical. Ja. Welches großartig ist. Ihr wart gerade dabei über... Die Vestiges of Hope zu reden. Die Dings of Bums. Genau. Meine ich doch. Also Divergence. Die Hüllen der Divergenz. Ja. Irgendwelche singenden Waffen. Ja, genau, die singende Waffe. Genau, ich habe das Trinklied mit gespielt. Farbe. Richtig, wir haben ein Trinklied gehört über die singende Waffe. Und du hast Wasser dazu getrunken. Und ich habe Wasser dazu getrunken. Schäm dich. Ich habe was anderes, oder? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ja, ihr habt gerade alle nur Wasser. Ja. Besser als Water. Hat irgendwer ein... Gibt es einen Spell, mit dem man aus Wasser Bier machen kann? Wein. Einen Spell aber nicht. Es gibt einen magischen Gegenstand. Okay, ja. Ich habe ein neues Ziel für die Kampagne. Es gibt sogar zwei. Es gibt einmal einen, der einfach, du rufst rein, was du haben willst und er erzeugt es bis zu einer gewissen Menge am Tag. Mayonnaise. Ja, und tatsächlich Mayonnaise ist eine von den Substanzen, die es erzeugen kann. Irgendwie, was war es? 2 Gallons pro Tag oder so? Ja. Und Grog hat es mit der Hand leer gelöffelt. Ich würde sagen, ausgewogene Ernährung. Und ist dieser Gegenstand ein Tisch? Nein. Und es gibt, ich weiß aber gerade gar nicht mehr, woraus das war, im Endeffekt ist das eine Flasche, in die du Zeug reinschüttest und es kommt alles was anderes wieder raus. Das hatten wir doch sogar gefunden. Es gibt doch das aus Gift Wein macht oder sowas. Ja. Ja, genau, bei Strahd. Vergleichbar. Genau. Das Ding ist. Etwas, was aus Gift Wein macht. Flüssigkeit reinschütten und unten was anderes wieder rauskommen, klingt nach dem Ende. Nun denn. Ja, du hast nicht unrecht. Ja. Was? Gut, zurück zum Thema. Und weg von Urin. Warum? Urins Crivello? Eure Geschichte kannte. Also, diese Geschichte kannte ich persönlich noch nicht. Ich weiß nur, wer. Momentan der Besitzer dieser Waffe ist. Oha.
Wer sollte das sein? Ein Bade. Ha, treffend. Ja, sehr bekannt. Auch im Norden dieses Kontinents. Und in... Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Alexandria, oder? Tal'Dorei. Tal'Dorei, fuck. Alexandria ist die Welt. Ja, stimmt. Das war die Welt. Und in Tal'Dorei. Ich weiß nicht, ob ihr von der Gruppe Vox Machina gehört habt. Ja. Wie kann man von dieser Gruppe nicht hören? Man weiß auch sofort, wer gemeint ist. Sie besitzen einige dieser Artefakte. Ja. Stimmt, daher die Geschichten. Ja. Schauen wir mal. Ja, es beunruhigt mich, dass dieses Artefakt auftaucht, ohne dass irgendwer vorher Wissen überhaupt von seiner Existenz gehabt hätte. Entsprechend würde ich es gerne an Leute, denen ich zutraue, verantwortungsvoll damit umzugehen, übergeben, die nicht auf diesem Kontinent sind. Noch ein kleiner Lore-Drop für dich, falls gerade nicht wusst. Du hattest es vorhin so als Artefakte der Götter bezeichnet. Sind es nicht nur. Es sind welche, die vor allem zur Zeit bekannt wurden. Es gab aber auch ältere und es gab auch welche, die danach geschaffen wurden. Okay. Also auch im Age of Arcanum zum Beispiel wurden viele hergestellt, was halt bedeutend später kam. Ah, okay. Und es gibt aber auch einige wenige, die sind allerdings eher weniger bekannt und beschrieben, die aus den primordialen Zeiten stammen. Also noch bevor der Ankunft der Götter. Oh, ach du liebe Zeit. Einige sind noch älter. Oh wei. Oh wack. Oh. Ja. Das ist alles, was du jetzt weißt aus deinen Studien zu dem Thema. Ja. Ich persönlich bin eigentlich auf der Suche nach einem anderen dieser Artefakte hierher gekommen. Oh, noch ein Stab? Nein. Noch ein. Ein Dolch? Nein. Ach, verdammt. Aber was lässt dich in dem Glauben, dass ausgerechnet, mit Verlaub, ich will deine Anstrengungen da jetzt nicht in Verruf bringen, aber was lässt dich glauben, dass ausgerechnet du einen solchen Gegenstand finden könntest? Ich meine, ja, wir haben einen gefunden, aber ich glaube, das ist nicht unser Verdienst, sondern er wurde uns mehr oder minder aufgedrückt. Naja, wir haben ein mächtiges magisches Artefakt gefunden, aber sind wir uns sicher, dass es eines dieser Westen ich ist? Bin mir ziemlich sicher aus der Beschreibung der werten Frau, wie hieß sie doch gleich? Katharina. Katharina Turner. Tina Turner? Aus der Beschreibung von Erzmagierin Tainer hervorgegangen ist, dass dies wirklich einer dieser Gegenstände zu sein scheint. Was auch erklären könnte, warum sie ein sehr Art reges Interesse daran hat. Dass wir es von ihr fernhalten sollten, ist sicher klar. Ja. Das klingt sehr vernünftig. Und ihren anderen Magier-Kollegen, die hier auf diesem Kontinent sehr seltsame Dinge zu treiben scheinen. Ja. Mir gefällt übrigens nicht, dass sie so offen als Nekromantin auftritt. Das ist normalerweise eine Schule der Magie, die eher mit Vorsicht genossen wird. Ja, aber Recht und Ordnung haben halt auch dunkle Seiten. Ja, doch in Anbetracht jüngster Ereignisse, man denke an den beinahe Aufstieg Wegners vor, wie lange war das her? 2-3 Jahre? Gar nicht mal. Halbes Jahr, circa. Vor wenigen Monaten, auch auf diesem Kontinent, ist es mir nicht sonderlich... Nun, mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass hier noch mehr Leute dieser Art Magie frönen. Wir sind uns sicher alle einig, dass das nichts Gutes verheißt. Aber noch haben wir nicht die Kraft, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Wir sollten, ich gebe dir recht, wenigstens mehr in Erfahrung über dieses Ding bringen. Genau. Und entsprechend vorsichtig damit sein, wem wir davon erzählen, dass wir es besitzen. Gibt es in Stenau vielleicht jemanden, der sich mit sowas auskennt? Wenn du schon mal da warst. Ich meine, ich bin einmal kurz dadurch geritten, aber... Ich glaube auch nicht, dass es
eine weise Idee wäre, in der Stadt neben diesem Lager nach etwas zu fragen, was genau danach aussieht, wo vielleicht jemand weiß, dass danach gesucht wird. Nun, mein eigentliches Ziel war es... Blut rinnt aus der Nase. okay. Mehr Kommas im Satz als die Q-Punkte. Mein eigentliches Ziel war es, nun die Hauptstadt zu erreichen und Kontakt zu meiner Tante aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sie mir helfen kann, zum einen, nun ja, monetär, da ich ja nun zu Beginn meiner Reise hier ausgeraubt wurde. Oh, und das tut mir leid, das zu hören. Und ich gebe ihr eine Goldmünze. Danke, aber behaltet euer Gold. Ich komme bis dato gut klar. Obak, darüber müssen wir bei Gelegenheit reden. Das macht man mit Frauen nicht. Oh. Ihnen Geld geben? Ich befürchte, und ich schaue mir diese drei von der Tankstelle genau an. Das werden sehr lange Abende. Oh. Ja. Nun, ich hatte versucht, mit deiner Tante Kontakt. Während sie redet, versuche ich heimlich die Goldmünze irgendwo in Kleidung zu stecken. Gib mir einen Side of Hand Check. Oh Gott, da muss ich jetzt echt mal gucken, was ich da. Dexterity im Zweifel. Ja, im Zweifel Dexterity, mal gucken. Aber ich habe tatsächlich Proficiency. Will ich es merken? Oh. Nein, ich will es nicht merken. 14. Was ist deine Perception? 10. Ja. Okay. Darin, Frauen Gold Geld zuzustecken. Du gehst einmal an ihr, so hinter ihr rum und steckst es so in die Krempe vom Hut. Eine Goldmünze weg. Palim, palim. Palim, palim. Damit kann ich leben. Noch genug. Ist der Wolf echt? Ihr hört einen Wolf, ja. Sehr schön. Ja, ich hatte gehofft, dass sie mir vielleicht helfen kann, Kontakt aufzunehmen zu anderen Magiern von meinem Kontinent, die mir eventuell aus der Patsche helfen können. Und die reges Interesse daran haben, dass diese Gegenstände nicht an dieses korrupte Regime fallen. Nun. Ich vertraue übrigens darauf, dass ihr nicht weiter erzählt, dass ich danach suche. Wem sollten wir das noch erzählen? Eben, niemandem. Während ihr redet, beginnt ein Tröpfeln einzusetzen. Ich möchte eine Sache klarstellen, Fjodora. Wenn dieser Gegenstand ist, was du sagst, dass er ist, würde ich mich davon nicht trennen wollen. Ihr erinnert euch, es ist nicht lange her, dass wir vor einem Wesen gestanden haben, das weit mächtiger war als wir. Und wir haben da um etwas gebeten. Wir wollten etwas sein, etwas darstellen, das wir jetzt bei weitem noch nicht sind. Also den einzigen Funken, den ich sehe, und ich zeige auf das mickrige Lagerfeuer. Geht bald aus. Ich bin nicht bereit, dieses Land in dem Zustand zu lassen, in dem es jetzt ist. Sehr nobel von euch. Habt ihr außer Herzensgüte noch andere Beweggründe dafür? Welch besseren außer Rache könnte man haben? Oh. Wer hat euch was, wann, wo angetan? Hast du das Lied nicht gehört? Das Sauflied? Nein, Morok. Nein. Und wie ist es, mit deinen Kindern zu spielen? Ich merke schon. Ja. Oh, das andere, das mit dem Holz und dem... Oh. Ach ja. Und was... hat... Warum machst du das seit 50 Jahren? Bitte? Revolution. Oh, wir kommen schon zum Geschäft. Okay. Nun, sagen wir, ich komme aus ähnlichen Verhältnissen, wie sie dieses Land scheinbar heimsuchen. Etwas schlimmer. Aber auch ich habe gegen ein unterdrückerisches Regime gekämpft.
Erfolgreich? Nun, alle meine Mitkämpfer sind entweder tot oder in Gefangenschaft, also nein. Und ich bin hier. Ich bin vielleicht nicht erfolgreich, im Endeffekt nicht erfolgreich in dem gewesen, was wir getan haben. Aber ich habe es ziemlich lange getan, ohne... Erfolgreich zu sein? Ja. Sagen wir manchmal... Kann ich mal die Tür aufmachen? Technik? Ist man zur falschen Zeit am falschen Ort und alles geht den Bach runter. Wir sollten das vermeiden. Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort, das kenne ich gut. Trotzdem, wenn wir hier was verändern wollen, dann werden wir das sicherlich nicht tun, indem wir Dinge aus der Hand geben, die mächtiger sind als alles, was wir uns hier zusammen vorstellen können, oder sehe ich das falsch? Oh nein, also abgeben würde ich das Ding auch nicht. Ich würde es auch benutzen. Wenn wir es benutzen können, dann sollten wir es auch benutzen. Moment, nein, niemand hat von benutzen geredet. Aber hast du gesehen, was das Ding anstellen kann? Selbst wenn ich wollte, wäre ich nicht in der Lage, es zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr über die letzten Abende verfolgt oder die letzten Tage verfolgt habt. Ich habe bereits versucht, mehr über diesen Gegenstand herauszufinden mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich habe versucht, mich darauf einzustimmen. Ich habe es versucht zu identifizieren und lediglich sehr oberflächliche Merkmale gesehen. Und es hat sich regelrecht gewehrt. Also Nutzen sehe ich momentan nicht als Option. Nun, ich habe noch einen Botengang zu erledigen. Und der könnte uns an einen Ort führen, an dem eventuell jemand etwas damit anfangen könnte. An was für einen Ort? Nun, ich habe... Und wer ist jemand? Entfernte Verwandtschaft hier an der Oberfläche. Ich weiß aber, ich habe davon gehört, dass sie hier irgendwo in den Wäldern eine Siedlung, Stadt, was auch immer haben. Aber ich habe keine Ahnung wo. Ich kenne mich hier nicht aus. Nun ja, kann ich mir vorstellen, Verbündete also von den werden wir brauchen. Wäre jetzt das Erste, was zumindest hier zu einfällt. Weingar. Redest du von Weingar? Weingar. Weingar? Leben dort andere Elfen? Ja. Dann ja. Ich weiß, wo das liegt. Und die Richtung wäre auch eine Richtung, in die ich gerne gehen würde. Aber vielleicht sollten wir uns zuerst doch darum kümmern, unbemerkt weiterlaufen zu können. Wir brauchen einen Deckmantel und wir werden über kurz oder lang Verbündete brauchen. Wenn du welche hast, ist das gut. Nun, nein. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, wozu? Da, und ich meine beide Richtungen, als Player und Nicht-Player. Ich habe nie davon gesagt, dass es meine Verbündeten sind. Ich sage, das sind potenzielle Verbündete. Nun, wir werden Außerdem sehen. Werde ich wahrscheinlich unter uns die mit Abstand am unbeliebteste Person davon sein, falls wir uns dorthin begeben. Ich habe an sich eine Verbündete hier, allerdings in der Hauptstadt, zumindest nach meinen Kenntnissen. Ich habe es nicht bis zu ihr hingeschafft. Und vielleicht, nun, sie ist aus derselben Familie wie ich. Ich vermute, sie beherrscht durchaus auch Magie und hat vielleicht auch das ein oder andere. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie hier etwas erreicht oder Verbindungen geschafft. Keine Ahnung. Jedenfalls besteht die Hoffnung, dass sie vielleicht uns helfen könnte. Besteht auch die Hoffnung, dass wir es annähernd in einem Stück in diese Stadt schaffen und wieder heraus. Wir müssen nicht in die Stadt, nur zu dem Landsitz kommen. Der ist außerhalb. Nun, das klingt machbarer. Dann flüstert Arteso ihr was ins Ohr. Wir werden sehen. Geheimnisse, das fängt ja schon mal gut an. Würde sie euch auch trauen, laut zu sagen, was ihr gerade Fio mitteilen wolltet? Dass sie kein Glück haben wird mit ihrem Vorhaben. Könnten wir uns von jetzt Warum habt ihr das denn nicht gleich laut gesagt? Das ist jetzt nichts Verfängliches. Very specific. Ihr wisst, dass es nicht besonders vertrauenserregend ist, wenn ihr das tut?
Du bist eigentlich insgesamt nicht besonders vertrauenserregend, weil du hast jetzt viel gesagt, aber nichts ausgedrückt. Was ist hier eigentlich los, wenn du seit 50 Jahren versuchst, ein Regime zu stürzen und es dir nicht gelungen ist? Nun. Moment, ihr sagtet, ihr seid erst vor wenigen Wochen aus eurem Loch gekrochen. Ja. Welches Loch ist denn das? Nun, seht ihr diese Berge? Und ich deute zu den Bergen. Ja. Wir sind in der Höhle. Nein. Aus dem Wald heraus nicht, ja. Da, wo die Berge sein sollten. Wenn man wüsste, wo sie sind. Zeigst du in irgendeine Himmelsrichtung, weil du keine Ich sehe im Dunkeln. Ja, aber du siehst die Berge nicht. Irgendwo da. Naja, euch wird nicht entgangen sein, dass ich ein Dunkelelf bin. Was? Er schüttelt mit dem Kopf. Ja, nein, das war nicht zu übersehen. Oh, ja, mit Loch sind... Ihr wisst über die Underdark Bescheid, die, sagen wir Underdark? In Grundzügen mindestens, okay. Ja. Also, dass sie existiert und mindestens Legenden von Drow sind auch bekannt. Ja, mehr so aus Legenden. Ich war auch mal in einer Höhle. Ja, das freut mich, Mora. nun ja, jedenfalls, sagen wir es mal so. Mein Volk ist nicht gerade das... Friedliebendste? Sie essen ja. Kinder. Und keine Zwiebeln, wie wir wissen. Aber wie würzen Sie an die Kinder? Ich werde unbedingt eine dieser Zwiebeln probieren müssen. Ihr schwärmt die ganze Zeit davon. Ich schwöre heilig, zu der Folge, wo wir Zwiebeln besorgen, werde ich eine echte Zwiebel mitbringen und dann wird Flip da reinweisen. Oh nee, ich hasse Zwiebeln. Bah. Oh, hätte ich das gewusst, ich habe gerade eine halbe in meinem Kühlschrank liegen. Die hat und der Rest muss ein Stück Chili essen. Nein, das ist fair. Nein, da würde ich lieber eine Zwiebel reinbeißen. Dafür muss wieder gespendet werden, dass ich nochmal so eine Chili esse. Oh. Ich bin immer noch leicht verletzt, dass ich nicht mitmachen darf. Okay. Irgendwann müssen wir Uncharted 3 spielen. Oh. Wir können auch eine Chili-Runde machen, wenn's. Oh Gott. Dann musst du wir wollen ja immer noch Chili Klaus einladen. Oh, ja. Ja, den laden wir dann am Ende, wenn wir eine essen. Ein. Wenn er in die Plane of Fire geht oder sowas. Oh. Welches Mittel wäre dir nicht recht gewesen, um zu deinem Ziel zu kommen? Gäbe es irgendetwas, vor dem du zurückgeschreckt hättest? Nein, natürlich Unschuldige zu verletzen, zu töten. Weil es vermutlich das war, vor dem du den Rest deiner Welt bewahren wolltest. Ja. Woher erkennst du die? 50 Jahre mögen für euch eine lange Zeit sein, aber um ehrlich zu sein, bin ich für die Verhältnisse meines Volkes gerade mal aus dem Kindesalter raus. Wie alt bist du? 117. Ihr seid das Äquivalent eines Teenagers. Calculating the age gap. Out of bounds, aber. Wie war das? Durch 2 plus? Ich hab nur 4 Bits zum Rechnen. Mal 2 durch 7, mal 2 minus 7. Das. Rechnest du gerade 4 Bit? Wir sollten trotzdem bei der Sache bleiben. Das heißt, was würdest du mit dieser Waffe machen? Ich würde sie, so gut es geht, verwahren. Wenn sich die Gelegenheit bietet, sie vielleicht sogar an einem sicheren Ort verwahren und sie nicht die ganze Zeit mit uns herumschleppen. Meinst du nicht? Ich glaube, das könnte potenziell gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo einen Ort gibt. Kenne ich abseits dieses Kontinents oder dieses Reiches sichere Verwahrungsorte? Gib mir mal einen History- oder Religion-Check. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. History. Meinst du nicht, dass ein Ort wie der, von dem wir gerade kommen, ein sicherer Ort gewesen? Der Würfel wird nicht besser. Ich meine... 13. 15. Ja, so etwas wie eine Ruine. Also... Jetzt nichts, was besonders geeignet wäre. Also ich meine, überall in der Welt gibt es Dungeons. Und Drachen. Nun gut, wie sicher ein Dungeon ist, haben wir ja gesehen. Ja, also einer jetzt der sicheren... Jetzt immer wieder reinkommen auf unserem Level.
einer der sichereren Verwahrungsorte ist ein Drachenhort oder sowas, wenn da niemand rankommen soll, außer dem Drachen. Ja, aber nein, einem Drachen werde ich das Ding nicht in die Hand drücken. Es gibt sicherlich Organisationen, die sich so etwas annehmen können. Also jetzt gerade so die größeren Kirchen fallen dir ein. Mhm. Du hast davon gehört, dass mal aus Imon etwas transportiert wurde nach Wasselheim, um dort sicher verwahrt zu werden. Aber... Was? Nichts. Ist das eine Anspielung? Ist in Critical Role passiert, was du das meinst. Bei uns ja auch. Ja, das auch. Ja, stimmt. Ja, das auch, okay. Ja. Ja, ein paar Idioten mit einer Katze haben das auch. Gott, das war ja was. Oh, Orange. Aber ja, exakt die Nummer. Ich hab dich nochmal angetelegramt. Okay. Du, was? Smartwatch. Das ist ja ekelhaft. Naja, abgesehen von der offensichtlichen. Ja, total offensichtlich. Gut. Es ist immer ein bisschen das schwierig. Das ist eklig, Geheimnisse. Sagen die Flüsterer. Ja. Achso, die jetzt... Er ist schuld. Helfen könnte in dem Sinne? Bitte? Die jetzt helfen könnte dabei, konkret, oder wie meinst du? Ja. Ja, lass mich schauen. Ja, genau. Also jedenfalls religiöse Organisationen wären jetzt das Erste, was dir einfällt. Oder möglicherweise, wenn ihr es zumindest außer Reichweite des Regimes bringen wollt, irgendjemand in Imon möglicherweise, beziehungsweise jetzt gerade deine Auftraggeberin Fio. Ja. Machen wir es kurz. Auf die Schnelle werden wir es wohl nicht los. Zumindest nicht in sicherer Verwahrung. Ich wäre dafür, wir behalten es nahe bei uns und sicher, bis wir es verstanden haben wenigstens. Das Problem ist, können wir die Sicherheit gewährleisten? Solange niemand weiß, dass wir es haben. Naja, irgendjemand wird es wahrscheinlich bald wissen. Werden wir nicht für verschollen gehalten, wenn wir nicht auftauchen? Nun gibt es... Spätestens, wenn sämtliche Fallen in diesem Raum nicht funktionieren. Ich bin kein Experte für Magie. Ich kann ein bisschen Magie wirken, aber gibt es nicht Wege und Möglichkeiten, Leute oder Gegenstände aufzuspüren? Ziemlich sicher gibt es die. Reichlich. Wie weit sind wir vom Lager entfernt? Ein bisschen über den Tagesmarsch. War die nette Dame... Über 2 Meilen so etwa? Ja, definitiv. Okay, gut. 2 Meilen sind aber 3 Kilometer. Ja. War die nette Dame, mit der ihr euch unterhalten habt, nicht auch so eine Art? Ja, und sie ist die Einzige, die in diesem Reich hier über die Befugnis verfügt, weitreichende Wahrsagerei betreiben zu können. Ja. Also könnte es sein, dass wir schon bald... Wir brauchen lediglich eine Art Schutzzauber, die genau vor so etwas schützt. Genau, das wollte ich vorschlagen. Es gibt durchaus Verzauberungen, die uns helfen könnten. Ich weiß allerdings nicht, wo man hier eine solche erhalten könnte. Da ich selbst könnte ich vielleicht nicht helfen. Oh. Ihr habt Kontakte? Vielleicht. Noch mehr Geheimnisse. Was sind denn viele? Das ist kein Kontakte. Geheimnis. Ich bin Barde. Ich versuche, an alles ranzukommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was man für Geld kaufen kann. Naja, ich sehe schon, in der nächsten Episode... Meine Kleidung sollte darüber zumindest aussagekräftig genug sein. An alles, was man für Geld nageln kann. Moment. Besser ist als alles, was man für nageln... Badememes. Nageln kann, ja. Wir brauchen einfach nur Aluhüte. Das heißt. Wir setzen im Stab einen Aluhut auf. Und so einen Schnauzer, damit man ihn nicht erkennt. Diese klassische Brillen-Nasen-Kombi. Ja, genau. Bob. Das sieht ja lustig aus bei mir. Wir selbst sind auch relativ einfach aufzuspüren, selbst wenn ihnen nicht direkt bewusst ist, dass wir diesen Stab haben. Zum einen, weil wir sehr auffällig sind, zum anderen, weil es dafür entsprechende Zauber gibt. Was ist nochmal mit deinem Ziegenzirkusplan? Was soll mit dem sein? Wir haben ihn, ich denke, wir können auf jeden Fall versuchen, ihn in die Tat umzusetzen. Lasst uns nach Stenau gehen. Ich würde gerne üben, während das alles abgeht, mit meinen Handäxten zu jonglieren. Okay, du übst mit deinen Handäxten zu jonglieren. Gut, sie fallen wieder auf den Boden. Kannst du es ein wenig abseits? Eine Axt verhängt sich in dem Wurzelwerk über euch. Morgen. Hörst du mal gerade... Danke. Ja. Morok.
Das wird ein langer Abend. Oh mein Gott! Okay. Also, um zusammenzufassen: Stehnau ist erstmal Nahziel, um möglicherweise an Papiere oder Kontakte oder Möglichkeiten zu kommen. Informationen, ähnliches, genau. Dann Wainga ist ein Ziel, wo einer von euch hin wollte. Port Groma und Kaiserhofen. Mhm. Könnt einen Bogen machen. Effektiv, ja, dass diese sich als Linie abfahren. Entweder zuerst nach Wainga, dann Groma, dann Kaiserhofen oder zuerst hoch nach Kaiserhofen. Nee. Nein. Ja. Nein. Ja, aber nein. Aber ja, wenn, liegt meine Siedlung auf dem Weg? Naja, wenn ihr jetzt quasi wieder als nächstes zurückgehen Groma macht, dann geht ihr gerade wieder weg. Gegen Stehnau. Entschuldigung, ja, nach Stehnau. Ich habe Gronau verstanden, das ist eine Stadt in der Nähe. Also Ich habe und Gronau ist auch der Nachname von einem, den ich hier kenne, und genau wie Steinau, und deswegen, ach, das sind so viele Menschen. Wir müssten allerdings so oder so einen Weg finden, den See zu überqueren. Theoretisch, was? Ja. Was müssen wir finden? Mit den notwendigen Papieren, denke ich, kommen wir an so ziemlich jeder Stelle vorbei, solange man nicht explizit nach einem Firbolg, einem Dunkelelf, einem Halborg und einem verrückten Typ mit roten Tüchern oder ein Boot sucht. Ja. Aber nach der sucht keiner. Abgesehen von ihrem Hut ist sie sehr unauffällig. Oh, ist schade. Er hat einige wertvolle Fähigkeiten. Aber zum Beispiel Licht reflektieren. Licht reflektieren? In dem Moment, wo du drauf schaust, siehst du eine Goldmünze in der Hutkrempe. Oh. Danke. Ich habe sie gekauft, sie gehört jetzt mir. Das ist mein Hut. Danke. Genau, bitte. Und jedenfalls, um dann nach Osten zu kommen, weil ihr wollt halt eigentlich eher ins Immergrün, entweder, wie gesagt, die Holzbrücke, um über die zwei über die Geschwister zu kommen, oder ihr versucht in Stehnau vielleicht ein Schiff anzuheuern, beziehungsweise ansonsten euch jetzt Passagiere einzukaufen oder ein Boot. Naja, Boot mit einem kleinen Ruderboot da einmal quer über den See ist halt schon ein Unterfangen. Ihr könnt es versuchen. Und ich denke, in Betracht der hier ansonsten vorherrschenden Bürokratie gäbe es doch garantiert auch alle möglichen Dokumentationen über Hafenpapiere und so weiter, wer da gerade welches Boot wie verlassen hat. Ja. Dann wären unbezahlte, beziehungsweise bezahlte, aber unbekannte Passagiere natürlich besser. Oder wir kapern eins. Oder ihr schwimmt, aber... Wie war das mit Unschuldigen? Piratenkampagne. Unschuldig ist ein Ding. Ja, das ist jedenfalls so der... Eng auch. Das sind so die zwei Optionen, die ihr habt. Ich hab drauf gewartet. Um nach Osten zu kommen. Und wollt ihr noch irgendwas besprechen? Schlafen. Ich glaube... Ah, wir haben jetzt grob die Backstory von jedem mal gehört. Ja. Wer will die Wache übernehmen? Ich mach das. Ach, ein Aufstellen. Wach. Ich kann theoretisch eigentlich die ganze Nacht Wache halten, oder? Ja, kannst du. Du musst doch trotzdem 4 Stunden quasi einmal meditieren. Ach ja, stimmt, okay. Also bis meditieren? Auf die 4 Stunden? Meditieren. Ach, meditieren. Ja. Meditieren. Elfen schlafen nicht. Ja, nee, ich habe nur dann verstanden, 4 Stunden meditieren und ich dachte, was? Ja, das so auch. Title of you. Name of your. Mm-hmm. Ich würde dann einfach die Geralt-Position einnehmen und dann ja, kurz vor morgen. Also, wenn einer von euch ein bisschen früher aufwacht, ja, reicht das. Dann könnt ihr das mit einem Elf. Okay, ich hätte ansonsten gesagt, dann übernehme ich die ersten 4 Stunden und danach kannst du übernehmen. Oder so. Oder so. So einfach ist das. Gut. Dann. Okay, dann schlafe ich halt. Gebt ihr beide mir mal bitte jeweils einen Perception-Check. Du mit Disadvantage, weil du da. Ja, stimmt. Vier? 10. Wir werden sterben. Und nach 4 Stunden wirst du so müde, dass du ihn dann aus seiner Trance aufwächst. Psst. Oh. Ja. Gute Nacht. Ja. Und Fio zieht sich den Mantel etwas enger und lehnt sich irgendwo an der Wand. Auch deine Nacht. Ansonsten, abgesehen davon, dass du immer mal verschiedene Tiere hörst, die du früher noch nie gehört hast. Ja, creepy. Du kannst nicht zuordnen, was davon möglicherweise gefährlich ist. Und für mich sind das jetzt alles Pferde. Das einzige Tier, das ich bis jetzt gesehen habe. Nein, du hast auch schon ein Fieser gesehen. Stimmt. Und ein Bär.
Aber tatsächlich, ja, sonst hast du nicht so richtig viele Vierbeiner gesehen. Insekten, irgendwelche alles, was, Fische. Alles, was groß ist, ist ein Pferd, alles, was klein ist, ist ein Wiesel. Zweibeiner hast du einen Haufen gesehen. Also Dinge mit Fell halt nicht so wirklich. Dinge mit Fell eher nicht so. Dinge mit Augen auch eher selten. deswegen ja, das ist eine sehr merkwürdige Nacht. Aber sie vergeht ohne weitere Ereignisse. Und dann würde ich sagen, während ihr rastet, machen wir auch mal ganz kurz Abhäusli. Ich würde sagen, so 20 Minuten, da geht es halb weiter. Short Rest also. Long Rest. Kurze Frage. Verschwinden die Tempel? Die Tempel sind weg, ne? Blöde, die sind dann weg nach einer Long Rest, glaube ich. Ach ja, wir haben oder nee, die bleiben, glaube ich, sogar bis du aufhüllst. Echt? Cool. Nee. Wie ist denn das bei Inspiring Leader? Ich könnte einfach nach dem Aufstehen 10 Minuten. Wie steht denn das da? Jede Short Rest. Verfallen die? Stand nicht da. Moment. Ich glaube, die bleiben tatsächlich, bis sie verbraucht wurden. Ist das so? Echt? Ich glaube, das war bei Inspiring Leader so. What? Du kannst sie halt immer wieder auffüllen. Also es werden halt nicht mehr, wenn du nochmal Inspiring Leaderst. Aber ich glaube, weil es explizit nicht da stand, ja, dann bleiben die. Ja, geil. Ja, steht explizit nichts da. Folie. Mhm. Nice. Level aber sie verschwinden automatisch, wenn du eine Long Rest machst. Warte mal. Ja, bei Long Rest verschwinden. Wow, ich habe 36 HP. So viel hatte ich noch nie. Ja. Ja, nein. Sie okay. So hatte ich im letzten Gut, Mal. Dann bis nach der Pause. Echt was. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, Schätzelein. Guten Abend. Willkommen zurück. So. Ich bin verwirrt. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Machen wir nochmal ein Recap von allem, was bisher passiert ist. Und zwar nichts. Also ja, sind ein bisschen über Felder und Wälder gelaufen und nicht eben gerade. Sie haben sich vor allem mal untereinander ausgetauscht über ihre Hintergründe, ihre Ziele, ihre Pläne. Und jetzt ist der Plan als nächstes, gegen Stenau zu ziehen, das nächste etwas größere Städtchen hier, um dort möglicherweise Dokumente für eine einfache Reise sowie potenzielle andere Unterstützung zu erwerben. Und nun, ihr habt erfolgreich lang gerastet. Ja. HP sind wieder oben, Spellslots sind wieder da, alles was ihr sonst so tut. Ich weiß jetzt nicht, Chrissy, ob du irgendwie umvorbereiten willst. Nee, aber es ist ein neuer Morgen, ich darf würfeln. Oh yes. Es ist wieder eine 1 dabei. Das ist auch schon mal gut. Und eine 11. Naja. Okay. Alle schlafen, du wachst. Wie gut bin ich eigentlich momentan vor der Sonne geschützt? Es ist Nacht. Es ist wolkenverhangen. Es ist morgens. Es regnet. In der Nacht hat es begonnen zu regnen. Sehr schön. Ich würde... Habe ich schon mal Vogelgezwitscher gehört? Ja, vom Lager aus. Ach ja, und von deinem Vogel wahrscheinlich. Ja. Würde ich mit meiner Illusion ein langsam anschwellendes Vogelgezwitscher ertönen lassen, das irgendwann zu deinem wird. Not. Mitten ins Ohr. Aufwachen, meine lieben Freunde. Oh, Fio streckt sich erstmal. Ja, bequem war anders. Naja. Ich hoffe, ich bin in der Nacht nicht irgendwie neben meine meticulously auf dem matschigen Braun verteilte Bedroll gekommen und habe mir meine Kleider beschmutzt. Alles gut, du hast so geschlafen. Sehr gut. So gut, habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Ich habe schon besser geschlafen. Ich habe geschlafen. Ja, das wundert mich bei mir selbst sehr. Oh. Was würde ich für ein Bett geben? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Schlafen unter Sternenhimmel ist das Schönste, was ich mir vorstelle. Ich gucke nach oben, schaue gegen die Decke über uns. Nicht. Wir sind in so einer kleinen Einkerbung, wo ja, ein leichtes über euch, Dach da ist. Über euch sind Wurzeln. Ja. Sternenhimmel. Sterne. Und Erde. Ja, ja. Na gut, nun gut. Mittlerweile sollten Sie herausgefunden haben, dass etwas nicht stimmt. Also wenn, müssten wir uns langsam beeilen. Ja. Sie hat euch wie lange Zeit gegeben?
Ein Tag hatte sie, nee, oder? Drei Tage? Drei Tage hatte sie, glaube ich, gesagt. Drei Tage. Also haben wir noch einen Tag. Zwei gar. Ja. Noch zwei Tage. Ja, wir hatten ja. Und wie weit war es bis nach? Vor denen, uns aufhält. Zwei Tage. Schneller. Also jetzt noch oder insgesamt? Also quasi nochmal einen Tag bis zur Straße und einen Tag Straße. Ja. Und einen halben Tag. Ja, also anderthalb. Dann würde ich sagen, haben wir keine Zeit zu verlieren. Nun gut, machen wir uns auf den Weg und ich packe mein Zeug zusammen. Dauert halt ein bisschen länger, falls ihr bei dir vorbei wollt, das weißt du. Mhm. Gibt es denn noch irgendwas, was du zu Hause erledigen möchtest, Borg? Eigentlich ja. Na gut, dann bei dir vorbei. Wie lang ist denn der Umweg? Das macht dann insgesamt 2,5 Tage Reise. Statt anderthalb. Also ein Tag länger. Wenn es erstmal um die Sicherheit der Gruppe geht. Ihr müsst ans andere Ende des Waldes. Was hast du denn vor? Ist es wichtig? Ich möchte wissen, ob meine Familie irgendwo Überbleibsel, irgendjemand, der sich retten konnte, irgendjemand, der ein Zeichen zurückgelassen hat. Aber ich glaube, wenn wir Verfolger haben sollten, dann sind sie genauso sicher wie wir, wenn... Von daher sehr gut möchte ich nicht, sie nicht unbedingt in Gefahr bringen. In welche Richtung liegt dieses... Stenau. Danke. Südlich von hier. Aber ich denke, es ist trotzdem einfacher für uns, etwas mehr Richtung der Seen zu gehen, etwas südöstlicher. Dann treffen wir auf die Straße in relativ kurzer Zeit und dann können wir die Straße entlang bis nach Stenau laufen. Ihr habt alles. Ich besitze nicht mehr viel. Ich nehme die Schlafdecke und würde sie beziehungsweise besitze ich eine Hülle für Kayane? Eine Art. Also direkt eine Hülle nicht, aber ein Tuch, in das du sie typischerweise wickelst, würde ich sagen. Ja. Da das aber relativ schnell durchweicht, würde ich das mal noch zusätzlich drin wickeln. Der Stab, wenn man den anfasst, ist der warm? Ist der heiß? Brennt der? Er ist warm. Also ist auch warm. Sehr warm, aber nicht schmerzend. Mal angenommen, ich würde ihn in eine Decke wickeln. Die würde nicht Feuer fangen. Die würde nicht Feuer fangen. Hat jemand von euch eine Decke? Ich habe Bedroll. Die wir verwenden können, um diesen Stab zu... Okay. Ja. Okay. Warum cool. Guckst du so überrascht? Ich gebe dir gern mein Bett. Ich hab so kein Problem mit so einem Morgen, schläft sowieso immer auf dem Boden. True story. Daher. Ich klopfe etwas Dreck von mir. Vorsicht. Das erste, was ich kaufe, ist eine Nagelschere. Apropos kaufen. Okay. Auf wie viel Gold kommen wir denn, wenn wir unser... Wo sind wir schon so dicke Freunde erspartes geworden, zusammen. Ja? Nun, ich schätze mal, neue Identitäten bzw. Dokumente werden nicht allzu günstig. Wenn der Schurke nach Gold fragt. Ja, aber du hast letztlich recht. Nun, ich besitze das eine Gold, das ich von Ovak erhalten habe. Oh, keine Hilfe da. 10 Gold. 15. Mit 10 kann ich mithalten. 29. Oh. Ich glaube, ich habe mich verhört. Mr. Fancy Pants. Ich sagte 29. 520? Nein, 29. 20. Ah ja. Nun gut, damit sollten wir aber zumindest ein Stück vorwärts kommen. Effektiv 10, 25. Mehr. 54 Goldstücke. Oh nein, nochmals. 64. 10? 64. Ne, 65 ist einer von. Ja. Gut. Gibt nicht alles auf einmal aus. Nun, wir werden sehen. Nun, ich würde sagen, der Tag ist jung. Wir sollten keine Zeit verlieren. Morok, kannst du mir einen Gefallen tun? Dürfte ich auf dir reiten? Das ist jetzt...
Direkt, gefällt mir. Ich vermisse mein Pferd und... Ich brauche etwas zwischen den Beinen. Nein. Ich sagte, ich werde das nicht oft tun. Einmal am Tag reicht. Nein, ist schon in Ordnung. Bitte. Oh, warte, ja, dann, ich will versuchen, sie einfach zu überreden. Also, typischerweise unter Spielern macht man es nicht, aber wenn du sagst, dann... Moment, wir sind mitten im Wald. Persuasion Checker. Ja, bitte. Darf ich ihn nochmal würfeln? Der hängt irgendwie schief. Ja, mach. 14. Würfel gegen, komm. Wenn es unbedingt sein muss. Ja! Oh. Bergziege. Dang, Zwergpony. Zwergpony. Ein kleines Shetland-Pony. Oh mein Gott, ja, da kannst du mitlaufen. Ich denke, die geografische Begebenheit des Waldes, durch den ihr gerade unterwegs seid, ne? Möchtest du? Eine Bergziege. Oh, kann ich ein Hirsch werden? Kannst du auch ein Hirsch werden? Ja, cool. Hirsch ist es. Wenn sie dann bremst. Cool! Ja, okay, du kannst dich durchaus in einen Hirsch verwandeln. Oh, und du hast einen. Oh mein. Ja, perfekt für Wölfe. Wir sollten uns beeilen. Morok riecht so weit, wie jeder Wolf hier die Nase in die Luft heben kann. Ah, guter Punkt. Und ich würde versuchen, noch unsere Feuerstelle und den ganzen. Alles, was wir irgendwie aufgewühlt haben, einigermaßen. Okay. Wieder verschwinden zu lassen. Kann ich mit Prestidigitation nachhelfen? Kannst du? Und gib mir mal einen Stealth-Check dafür, bitte. Oh, gut, Stealth. Komm, du bist ein Rogue. 18. Was ist das denn? Ein? Ja, du bist dir relativ sicher, dass du deine Spuren oder eure Spuren verwischt hast. Klar, man wird irgendwie sehen, dass hier potenziell mal jemand genächtigt hat. Aber es fällt jetzt nicht sofort ins Auge. Ja. Cool, ja. Immerhin. Gut, kommt. Darf ich mitreiten? Sie kann sich ja nicht wirklich mehr laut Hals beschweren. Oder? Nein, das ist mein Moment. Sie präsentiert das Geweih. Na gut. Ich scharre mit du. Ja. Die Art und Weise, wie du mich gestern behandelt hast. Wie machen denn Elche? Ich nehme an, das ist dein Nein. Ist ja gut laufen. Und ich tätschel von oben an den Nacken. Du machst hier nicht gerade Freunde. Ach so, Long Rest, falls das. Ich hab's gerade vergessen. Ich nehme einfach mal den Elch, just in case. Moose. Ja, Elk ist okay. Ist ja close enough. Alrighty. Wenn ihr dann jetzt also nicht den Umweg machen wollt und euch möglichst schnell gen Südosten bewegt, dann seid ihr erstmal im größten Teil des Tages noch am Waldrand unterwegs. Was ja wahrscheinlich auch nicht schadet. Nope. Das ist etwas auffällig auf dem Weg? Das war aber auch niedlich. Oh Gott. Achtest du explizit drauf? Also, ja. Dann werdet ihr eher etwas langsamer unterwegs. Ach so, ich hätte jetzt nicht versucht, jeden auszukundschaften in dem Sinne, sondern ich hätte eher. Ansonsten wäre halt Passive Perception. Okay, gut. Dann so. Dir fällt in der Stunde, die du als Hirsch unterwegs bist, ein kleines bisschen was auf. Trotz des Regens, ganz dumpf, riechst du darunter Rauch. Aus einer bestimmten Richtung kommt, merke ich das? Oder? Jetzt bei der Wetterlage nicht so richtig klar. Sieht man irgendwas über den Bäumen so? Wolken. Und Regen. Aber das ist halt wirklich nur eine Spur. Wird die stärker, je weiter wir laufen? Nein. Aber ansonsten, dir fällt nichts weiter auf. Nach mehreren, also irgendwann verwandelst du dich zurück. Danach nimmst du es nicht mehr wahr. Und
da du die Truppe führst, das ist dein Wald, du kennst den, da braucht es jetzt nicht mal einen Survival-Check. Ihr schafft es ohne größere weitere Vorkommnisse. Vielleicht ein kleines bisschen angefröstelt. Mhm. Aus dem Wald heraus. Immer mal wieder. Und dann sind es nur noch ein paar Meilen, quasi leichter Wald, also immer mal so einzelne Baumgruppen, aber jetzt eben nichts, was man zusammenhängend als Wald bezeichnen würde, bis hin zum, bis zur Straße. Mhm. Was ihr merkt, ist, dass auch über den Regen hinweg der Boden hier teilweise etwas feuchter wird, also ein kleines bisschen sumpfig wird es, wenn ihr weiterlauft. Ist auch allgemein bekannt, dass die Straße stellenweise durch etwas sumpfiges Gebiet führt. Konkret der Westkopf der Brücke steht in einem Sumpfgebiet. Sind ein paar markante Spuren im Sumpf zu sehen? Ein paar Tierspuren seht ihr, aber jetzt sonst nichts, was irgendwie auffällig wäre. Okay. Und am späten Nachmittag erreicht ihr, ihr könnt sie halt nicht aufgrund der Wetterlage schon vorher großartig sehen, die Straße. Ihr seht sie so in 50, 60 Metern Entfernung. Oh, tatsächlich auf kurzer Strecke. Ja. Ist sie gepflastert oder einfach nur so ein Trampel-Ding quasi, so festgefahrenes Bodengelumpe? Wo ihr gerade seid, ist sie tatsächlich befestigt, also tatsächlich gepflastert, dort wo es auch eher sumpfig ist, hier in diesen Abschnitten. Als ihr transportiert wurdet, weiter an Stenau dran. wo es halt eben wieder etwas festerer Boden ist, da ist es einfach nur eine breite, festgetretene Straße. Gut. Ja, der schnellste Weg ist über die Straße. Noch haben wir niemanden etwas zu verbergen. Wir können uns, denke ich, gefahrlos drauf bewegen, oder? Und weil jetzt jemand fragt, sind wir ein Zirkus. Und ich hole meine Hand extra raus, um Leute anzunehmen und jonglieren. Nein. Nein. Sieh sie dir an. Sind das nicht große, scharfe Äxte? Das sind kleine, scharfe Äxte. Ja, aber sie sind definitiv nicht zum Jonglieren, sondern zum Töten gemacht. Na gut. Und du solltest dir etwas über deine Hautfarbe einfallen lassen. Nun, wenn's hart auf hart kommt. Das kann man so doch nicht sagen. Bist du dunkel? Lässt sich da was machen? Sehr gut, sehr gut. Du meinst deine Kellerbräune, oder? Ja. Die Bildschirmbelastung. Ja, spätestens dann, wenn wir der LCD-Tower, ja. uns in einer Stadt befinden, in der Elfen zumindest keine Seltenheit sind. Du dann aber dennoch als Elf und Dunkelelf herausstichst. Nun, für sagen wir mal, eine Stunde. Aha. Lässt sich das verbergen. Perfekt. Bis dahin hast du irgendein Kleidungsstück mit Kapuze? Ein wundervolles. Ein Rogue ohne Kapuze. Ja, das wäre. Gut. Ist er unter dieser Kapuze beschattet genug, als dass man ihn einfach nur als blassen Zeitgenossen erkennen? Solange niemand jetzt ihn direkt inspiziert, ja. Also auf Entfernung fällt es nicht auf. Gut. Ich kann mir ja vielleicht noch ein bisschen irgendwie. Da könnte er alles sein, von einem merkwürdig gefärbten Tiefling bis hin zu einem Leprakranken. Ihr wollt jetzt einfach nur sagen, Kranken, Menschen oder Elfen, ja. Eine Spende für einen Ex-Leprakranken. So eine Organisation 13-Mitglied. Ach, ich würde dafür 5 Finger geben. Weiter geht's. Okay, wir brauchen trotzdem noch einen Namen. Das ist richtig. Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass uns auf den Weg überlegen. Wer ist mit der Funkenzirkus? Nein. Nein. Arbeitsgruppe 17. Die Funke-Mariechen. Trick 17, ja, das ist tatsächlich eine lustige Idee. Die Flüchtlinge mit dem Stab. Die Flüchtlinge mit dem Stab ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Aber Trick 17 finde ich tatsächlich gut. Die 17 Stäbe. Im Endeffekt seid ihr im Zaun.
Ja, ich hatte jetzt an die Tarotkarte gedacht. Die 5 vom Zaun. Die 3 von Zaun. Die Zaungäste. Die Oh! Ha. Die wilde 17. Kann man mit meiner Illusion auch diese Drums machen? Okay. Owak und die coolen 4. Es wäre etwas ungeschickt, deinen Namen zu verwenden. Nicht Owak und die coolen 4. Cabo und die wilden 4. Wie hast du so lange überlebt? Er hat andere Leute getötet, die zu viele Fragen gestellt haben, befürchte ich. Mich fragt nie jemand. Und so gehen wir den Weg. Vielleicht besser. In der Zwischenzeit fallen mir bestimmt noch ganz viele lustige Namen für Zirkus ein, die ich die ganze Zeit zum Besten gebe. Ja, es würde dann irgendwann auch später werden und der Abend anbrechen. Und wird es abseits der Straße wieder ein bisschen trocken? Jetzt gerade auch wieder der Straße folgt, ja, wird es auf jeden Fall wieder trockener abseits und die Straße ist dann auch nicht mehr so gut befestigt. Oder meinst du trockener im Sinne von Regen? Nee. Weil der hält an. Trockener im Sinne von Sumpfgebiet. Ich sabbere. Fimo. Eklig. Ihr passiert auf dem Weg immer mal Tomaten. Holzwegweiser, die nach Stenau und zur Holzbrücke weisen. Zeigen die auch in die andere Richtung was an? Die eine Richtung Stenau, die andere Richtung Holzbrücke. Aber nicht, ach stimmt, wir kommen ja quer über die Straße. Sind jetzt Fahrspuren oder ähnliches in unsere Richtung, in die wir laufen, zu sehen, dass die Straße kürzlich begangen wurde? Es kommen euch immer mal Leute entgegen. Ach so. Also tatsächlich, also sie ist benutzt. Mhm. Eine Karawane kam euch mal entgegen. Waren insgesamt 8 Karren. Oh. Ein paar Menschen, die jetzt, es sah halt, also die hatten halt Schwerter an ihren Seiten, aber sahen jetzt auch nicht irgendwie bedrohlich aus. Halt sind die höflich ignoriert worden? Ja. Perfekt. Also halt, ne, Hand am Schwert und das war's, wie sie halt dann üblicherweise mit Leuten interagieren. Einmal zugenickt, weitergegangen. Halt das Spiel immer mal, dann mal eine einzelne Kutsche mit wahrscheinlich einem Passagier drin, also sieht halt wirklich aus wie eine reisende Kutsche, eine wahrscheinlich Wache oder was es ist, plus Kutscher oben auf, mhm. gegen das Wetter vermummt. Alles gut. Der Kutscher kennt den Weg jedenfalls und fährt relativ zielsicher. Mein Nachname ist gut. Ja. In Richtung Brücke. Spuren im Schlamm gibt es jetzt nicht so direkt. Es gibt eingefahrene Rillen. Gut, aber wenn es so bereist ist, dann ja, interessiert also es mich das noch gar nicht so. Es ist ziemlich sicher eine Hauptverkehrsstraße, kann man sagen. Mhm. Je nachdem, wo es halt hingehen soll, ist das der einfachere Weg, als es halt erst per se zu verschiffen. Alles, was halt gerade weiter Richtung Osten muss. Geht über diese Straße hier, alles was nach Norden muss, geht übers Wasser. Und jedenfalls nach einigen dieser Pfosten, also so alle paar Meilen, sind die mal angebracht. Seht ihr außerdem Karlsrast in paar Meilen und so weiter. Das heißt, ihr bewegt euch also wohl auf eine Raststätte zu. Hervorragend. Karl. Ja. Hervorragend. Karl, K-A-H-L. Karl. Ah. Der spielt auch mit? Welcher? Karl Droge? Jacko Droge. Nee, das war K-H-A-L. K-H-A-L. Wie auch immer, wir bewegen uns auf eine Raststätte zu. Ich bin dafür, da einzukehren und etwas zu mir zu nehmen. Irgendwas, was nicht unsere Tagesrationen aufbraucht und vielleicht auch irgendwas, was gut schmeckt und ein bisschen die Stimmung anhebt. Wer weiß, vielleicht ist das die erste Gelegenheit, uns ein wenig Geld zu verdienen. Als Zirkus? Notfalls kann ich immer noch Musik machen. Nun, ich kann jonglieren, also wirklich jonglieren. Ich drück ihm meine Äxte in die Hand. Zeig! Ich gebe ihm die Äxte wieder zurück und hol 2 Dolche raus. Und noch einen Dolch. Noch einen Dolch. Gib mir mal einen Dexterity-Check, bitte.
Dann sagtest du nicht jonglieren und nicht zaubern. Und ich würde sagen, weil du proficient mit den Waffen bist, mit Proficiency in dem Fall noch oben drauf. Dex 5. Was ist Proficiency? 2. 17. Ja, also jetzt halt gerade so im Laufen ist es jetzt nicht die größte Performance, aber es läuft. Confident. Mit 4 Dolchen? Quite Achievement. Auf einmal sind es nur noch 3. Nur noch 2. Und am Ende hatte alle. Also quasi so aus dem Nichts fängt er die letzten 2 und erhält wieder alle 4. Tada! Tada! Respekt. Ja. Owak ist sichtlich beeindruckt. Gefährlich mit Suppentellern und anderen spitzen Gegenständen. Ist hier gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen? Das wäre ein großer Vogel gewesen. Oh, ja. Ich dachte gerade, es passiert wieder was mit dem Fenster. Nee, das war eine Autotür. Okay. Es hat einen Schlag getan. Ja. Naja, vielleicht kann ich dir das ja irgendwann beibringen. Irgendwann mal. Irgendwann. Zuerst muss ich noch lernen, mit dem Ding umzugehen. Und gemacht, gemacht. Das ist mein Ding. Okay. Es wäre so quasi das Äquivalent von 21 Uhr, also es ist schon dunkel. Dann abseits der Straße. Seht ihr in der Entfernung? Sollte das ja irgendwo zu sehen sein, ja, würde ich genau sagen. Ja. Was ist es? Ist das ein Hof? Ist das ein Es ist ein Gehöft, genau. Also es ist ein relativ längliches Gebäude als Hauptgebäude. Stellt sich ein bisschen vor wie so ein Motel geformt. Ne? Also halt so ein bisschen U-förmig gebaut. Offensichtlich halt wirklich auf Platz für möglichst viele Schlafmöglichkeiten, die eher kleiner skaliert sind. Davor sind mehrere Wagen geparkt, die von Leuten, die dort stehen, bewacht werden. Also sieht halt wirklich aus, als wäre das darauf gebaut, dass hier fahrende Händler beziehungsweise diejenigen, die Güter transportieren, hier die Nacht verbringen können. Mhm. Diesen Schlafmöglichkeiten gegenüber und über die Straße selber drüber führend, gibt es eine Art kleine Brücke, einfach nur aus Holz, ist jetzt nicht sonderlich breit, eine Person kann da halt gemütlich drüber gehen. Die ist ebenfalls überdacht und führt zu einem zweiten Gebäude, aus dem Licht, Lärm und der Geruch von Bier strömt. Offensichtlich ein Gasthaus im Sinne von da jippet Food, da jippet Fressen. Fio hält sehr zielstrebig darauf zu, so schnell wie möglich raus aus diesem Regen und geht in Richtung, wo es nach Essen und Musik und Dingen. Owak hängt sich ran und läuft mit. Und quasi beim Erreichen der Pforte, die ist also die Tür ist vermutlich überdacht, oder? Ja. Nimmt sie ihren Hut, gießt mal das Wasser ab. Mhm. Besinnt sich eines Besseren, ihre Schuhe nicht sauber zu zaubern. Mhm. Und betritt das Wirtshaus. Ja, du Zauberhut. Ja, du wolltest ihn absetzen. Na gut. Ja, hier sitzt der Hut ab. Also, du betrittst eine großräumige Taverne. Sie ist wirklich groß gebaut. Also, besitzt 2 Etagen. Die untere ist der größte Schankraum. Ein Haufen Tische, also von kleineren Separés an der Seite bis hin zu teilweise Tafeln in der Mitte. An der Seite, direkt rechts vom Eingang, befindet sich eine Art Ausschank, Barbereich. Dahinter geht eine Tür ab zu einem kleinen Nebenbau, könnte wahrscheinlich dann das Lager sein oder was auch immer. Oder die Küche kann dort vielleicht auch untergebracht sein. Und eine Treppe führt zu einem oberen Bereich, der quasi nur die Hälfte oben füllt. Also es ist wie eine Art Balkon gebaut intern, wo dann oben weitere Tische sind. Oben ist ein bisschen weniger los, außer halt ein paar kleine Gruppen, die dort sitzen und sprechen. Unten gibt es eine kleine Bühne, auf der
zwei Musiker gerade sitzen, einer mit einer, was wird das sein, Klarinette und einer mit einer Laute daneben, die dudeln halt ein bisschen. Okay. Entspannte Konversationsmusik vor sich hin. Mhm. Sehen jetzt auch nicht aus, als wären die reisende Musiker. Die scheinen hier wohl permanent für Unterhaltung zu sorgen. Der Besitzer, oder zumindest sieht er danach aus, er ist auf jeden Fall der Älteste hier im Raum, steht hinter der Bar. Ein rotunder, großer Mann mit einem buschigen Bart. Also halt wirklich buschig. Zwerge wären stolz darauf. Und ist es ein Zwerg? Nee, es ist ein, wie gesagt, groß. Ach also, ja. und die Haare, er ist nicht kahl, aber er hat nur ein paar längliche Haare, so als Kranz, die er einmal so drüber gebürstet hat. Oh nein! Oh, yikes! Mhm. Mit buschigem Bart, das passt zusammen. Oh, herrlich. Oh, die Faust yikes. Auf. Ja, der Bart selber ist, es sieht aus, als wäre er früher mal ein Rotschopf gewesen, aber an den Seiten ist er inzwischen ergraut. So in der Mitte gibt es noch so eine rote Strähne, dem Bart entlang. Aber ein weites, überwiegend noch zahnbefülltes Grinsen, als er euch sieht. Ha! Willkommen! Kommt herein! Neue Gesichter! Bevor ich die Taverne betrete, ja, gehe ich nochmal kurz um die Ecke. Ist da irgendjemand? Nein. Dann würde ich also Disguise Self casten. Mhm. Und würde einfach so aussehen wollen wie der Typ, der uns auf der Straße entgegengekommen ist. Oder einer davon. Okay, also ein non-deskriptiver, generischer Mensch. Ja. Gelingt. Da verändert sich auch deine Kleidung bei dem Zauber? Ja. Also ebenfalls dann so. Also sie verändert sie, also ich kann sie verändern lassen, nur wenn ich mir zum Beispiel irgendwas dazu zauber, einen Hut oder sowas, dann ist das halt ja, nur ist eine Illusion. Genau. Also ich mache wirklich nur die andere, bisschen andere Farbe, damit es halt nach Menschenkleidung aussieht. Okay, alles klar. Ich würde mich gerne nach einem Tisch umschauen, nach einem leeren Tisch für 5 Leute. Eine der Tafeln ist komplett frei. Grüßt euch! Ja, am Rand irgendwo noch? Die Separés sind für 4 Personen immer maximal, aber sich einen Stuhl zu schnappen und da an eins zu gehen, geht auch sicher. Wer sitzt noch im Raum? Gib mir mal einen Inside-Check. Inside? Sie? Zehn. Überwiegend Menschen. Ein paar Zwerge, die allerdings eher unter sich zu bleiben scheinen. So eine Gruppe von 3 Zwergen an der Seite, sehen ein bisschen dreckig und abgeranzt aus. Ist das jetzt was Besonderes? Und ja, die meisten menschlichen Gäste kannst du entweder in die Kategorie reisender Händler irgendwie einordnen, irgendjemand, der Geld hat und ja, der sich das hier gut leisten kann. Und in die Kategorie Wachen oder eher unterbezahlte Warentransporteure. Ist jemand auf der Bühne? Oder? Ja, also die 2 wahrscheinlich hausangestellten Musiker. Okay. Einer, wie gesagt, an der Laute, einer an irgendeinem Blasinstrument, könnte eine Klarinette sein. Okay. Oder eine Öbe. Oboe. Oboe. Genau, nur halt umgedreht. Eine Oebe. Der zieht unten dran, oben rechts. So. Eine Obon quasi. Oh. Sie kann nur hohe Töne, ja. Ja, also leichtes Dühlen im Hintergrund. Mhm. Werden die Wachen irgendwie aufmerksam, wenn wir an denen vorbeilaufen? Nö. Also es sehen halt aus wie Söldner. Okay. Also ich meine, es gibt mal kurz einen Blick in eure Richtung, von wegen, wer kommt hier neu rein, muss ich irgendwie aktiv werden. Mhm. Sieht euch. Sie runzeln mal ein bisschen die Stirn, als sie dich sehen. Mhm. Und halt dich auch. Also Halborks sind hier noch üblicher als andere der exotischen Rassen. Mhm. Aber Firbolg ist ganz exotisch. Aber abgesehen von ein paar Blicken in deine Richtung manchmal, war es das. Ich würde gerne beim Vorbeigehen dem Besitzer oder wer auch immer da gerade Barmann spielt, symbolisieren, dass wir jetzt 5 Bier nehmen.
und zu einem der, ja, zu einem der Tische rüberlegen. Und mich dann da hinsetzen. Ja, also es ist relativ gut gefüllt hier. Hm? Er selber bringt die Sachen nicht vorbei. Es gibt zwei jüngere Angestellte, hier ein Mann und eine Frau, die ebenfalls, also sie hat rote Haare, könnte vielleicht die Tochter von ihm sein, treibt Geld ein von einer Gruppe am Tisch nebenan und kommt dann zu dir, nachdem du so den gemacht hast. Fünf. Ja, fünf. Fünf was? Fünf Bier. Fünf Bier? Ja. Na gut, wenn es sonst nichts sein soll. Wir haben ja auch eine bisschen interessantere Auswahl. Was denn? Ah, die ganzen Liköre hier. Die Zwerge bringen immer mal interessante Sachen rein, kann ich euch sagen. Habt ihr auch Wein? Wein. Wir haben... Ja. Wir haben Wein. Eins Gold. Aber nicht nur für Alkohol ausgeben. Ja, was soll es sein? Ein Pitcher? Was? Eine Schöffe? Pitcher, anderthalb Liter. Anderthalb Liter? Ja, eineinhalb, ja. Ungefähr drei Bier pro ein Pitcher. Achso? Ja, ne, ja, ne. Ja, ja, ja. Wie heißt das? Chef, irgendwas mit Chef? Pitcher ist schon der Begriff, den man. Ja, auf Deutsch. Aber, so. Was auch immer. Ich suche nebenbei. Krug. Graffe. Ich habe schon wieder kein Internet. Ja, wir haben eine Auswahl. Moment, rot oder weiß? Oh, doch, so erlesen. Ja, jetzt wird's schwierig. Also jetzt würde ich ja schon... rot. Krug. Einen Krug roten, gut. Moment. Ich glaube, meine Gefährten möchten lieber Bier. Du kannst dir holen, was du willst. Ja, ich weiß. Nicht, dass sie uns einen Krug Bier bringen. Ich bin auch für Wein. Wollt ihr euch rein oder will jeder einen? Was habt ihr vor heute Abend? Jeder einen, gut. Wie spricht Ovak mit der Frau? Ganz normal? Ich versuche ihn so ein bisschen zu beobachten. Ich spreche ganz normal mit der Frau. Okay. Kein Rage. Was gibt es zum Abendessen? Wir haben entweder eine ordentliche Suppe, wenn es nach was preiswertem ist, oder wir haben auch einen schönen Auflauf mit frischem Fleisch. Was ist das für eine Suppe? Die Suppe ist Gemüsesuppe mit ein bisschen Einlage, also halt Knochenbrühe und ordentliche Suppe. Suppe klingt gut. Ich würde gerne nichts Fleischiges als Morok essen, aber wenn es sein muss, ja. Also fragst du, ob es auch was ohne... Ja. Ich meine, ansonsten kann ich auch einfach Brot und Käse bringen. Mhm. Ich bitte auch. In Ahnung. Oh. Also für mich, Käse, für mich ein Auflauf und ein Bier. Auflauf und ein Bier? Ja. Hallo, Brot, Käse und Wein? Eine Suppe, Helen. Gut, das macht Zeit jetzt zusammen? Ja. Ja. Leider. Er zahlt. Kauf mal, wie viel es kostet. Das macht alles zusammen und sie holt ein kleines 39 Stück Papier. Jetzt ein Kompliment. Beim Geld geben. So, Moment, das ist einmal... Und steck sie nicht in den Hut. Kurs, sie trägt keinen Hut, Mops. Wie soll ich das machen? Auch nicht in die Tasche. Oh, okay. Auch nicht in die Haare. Hier, frisst das. Du hast so eine Handvoll Geld gehabt. Ja, alles in allem 21 Silber. Ich bezahle das. Einiges. Ja, ein Abendessen für 5 Leute. Ja. Ich bezahle das. Also 2,1 Gold, ja. Ja, 2,1 Gold. Ich gebe ihr das Geld. Ja, ich nehm's. Ich finde, sie sehen toll aus. Dankeschön. Ja, bitte. Wird mein Mann freuen. War das gut so? Du bist bei euch zur These. Wundervoll. Als sie sich wegdreht, sieht ihr ein kleines Grinsen. aber eher so ein What? Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, das war ein guter Anfang.
Du hattest bei ihr sowieso keine Chance. Was soll das heißen? Und ich stehe auf. Das ist nicht... Setz dich wieder, setz dich wieder. Wer bist du? Ich atme einmal durch und setz mich wieder. Oh, ich glaube, es ist nicht deine Schuld, bin's. Aber wie du... Stimmt, du bist ja nicht mehr das Sitz. Ja, der Typ hat sich einfach zu euch. Eigentlich sehe ich ja nur aus wie der Typ, der euch vorhin entgegengekommen ist. Stimmt. Ich glaube, es ist super um mich aufgefallen. Er hört sich an und riecht wie... ja. Wanna? Oh, achso, ja. Charlie Gold selber? Gold? Ja. Ah. Ich würde mich nochmal vom Tisch entfernen und gehe zum Barkeeper. Beziehungsweise zum wahrscheinlich Wirtshausbesitzer, der da vorne steht, der Herr mit den so hervorragenden Geschmack für Frisur, ja. Aha. Ja, sie ist vergeben. Ich hatte noch nie so viele das Haare im Gesicht. Das war nicht die Frage. Hallo, ich grüße euch. Ja, tut mir leid, die Hände sind halt. Könnt ihr mir ein, zwei Fragen beantworten? Bestimmt, kommt auf die Fragen an. Nun, wir sind auf der Durchreise hier und lange nicht in Stenau gewesen. Ja. Was gibt es Neues aus der Stadt? Oh, Neues? Ich würde sagen, der Handel läuft anscheinend gut. Es kommen hier ziemlich viele Karawanen durch. Mhm. Nicht so viele, wie ich gern wollte. Die haben, Zollbanditen haben anscheinend beschlossen, die Wasserwege etwas weniger zu besteuern als die Landwege. Das heißt, immer mehr Verkehr wird dann jetzt über Kaiserhofen geführt. Und das lässt mich hier natürlich ein kleines bisschen ausbluten. Elende Säcke. Aber nein, ansonsten... Irgendwas Spezielles, was euch interessiert? Nein, tatsächlich nichts. Ich wollte in der Stadt einige Besorgungen machen und ich war mir noch nicht sicher, ob alles im Lot ist. Scheint alles gut zu sein. Also ich meine, neulich wurde mal in einigen Fabriken die Arbeit niedergelegt. Allerdings hat warum sich das... Was denn? Irgendwas über Arbeitsbedingungen, ich weiß es nicht. Aber würde sich darüber beschwert werden. Ich glaube, die Zwerge sind alle wieder an der Arbeit. Oder ersetzt, ich weiß es nicht. Sag mal, die zwei, und ich gucke so hinten zu der Bühne. Ja? Warum spielen die so gelangweilt? Uff. Naja, die spielen hier quasi jeden Abend das Gleiche, also. Ah, ich verstehe. Den Song nochmal. Nun, wir könnten dem Saal hier zumindest ein bisschen mehr Schwung geben. Doch, würde ich mich nicht beschweren. Gehen wir jetzt alle hoch und spielen? Da wir... Solange es irgendwas Anständiges ist und keine ausländische Musik. Sagen wir so, ich beweise euch, dass wir zumindest einen ordentlichen Hingucker produzieren und ihr gebt uns 5 Logis für die Nacht. Gib mir mal einen Persuasion-Check, bitte. Scheiße, ich habe eben noch überlegt, ob ich sage, du würfelst nicht. So ein Kack. Ich habe die dazu ansonsten Entertainer Popular Demand Feature. Ja, kannst du mal kurz Werberteam vorlesen, was das genau? You can always find a place to perform, usually in an inn or tavern, but possibly without a circus. With a circus at a theater or even in a noble's court. At such place you receive free lodging and food at a for modest comfortable ja, standard und so weiter. Also. Ich meine, was war das Ergebnis gerade? Ja, 10 wahrscheinlich. Also für euch vielleicht einmal, aber nicht für die gesamte Gruppe. Das war schon was, ne? Ja. 8. Das ist doch der übliche Deal, oder? Wartet's ab. Und ich schnappe mir mein Instrument. Ich gehe zu den zwei vorne auf der Bühne. Während ich überschaue, rufe Leute. Ja. Zwei, wirst du vielleicht so auf Anfang 20 oder so schätzen. Der eine vielleicht sogar noch jünger, vielleicht eher so in seinen Teenagerjahren. Beide mit roten Haaren. Also seems to be the boys. Ja. Okay. Und sie hören auf zu spielen, als du einfach eiskalt direkt vor den, auf die Bühne gehst. Hey, bleibt sitzen, Jungs. Pass auf, die Sache ist ganz einfach. Simpler Viervierteltakt, Rhythmus B.
Rhythmus B. Genau. Und Rhesus positiv. Genau. Für Sie also wahrscheinlich irgendwas völlig Russisches. Ja. Und ich tappe ein bisschen mit dem Fuß und spiele befeuernde texanische Musik rockiger Bauart. Er findet Heavy Metal. Schon wieder einer. Nicht ganz. Nicht ganz. Country. Hätte eine 25 zu bieten. Okay. Du nimmst Platz oder spielst im Stehen? Im Stehen. Also Kaljani quasi oben aufgestellt und dann. Du beginnst relativ flott eine Melodie zu spielen. Hat so ein bisschen was von einem Jig. Mhm. Auch jetzt der Rhythmus ist jetzt nicht so kompliziert, dass die beiden dann tatsächlich beginnen, einfach nur wirklich im Akkord mit dich zu unterstützen. Ihr jammt halt vor euch hin und das klingt gut. Die Leute zwischendurch halten nochmal kurz ihre Konversationen an und dann schauen sie in eure Richtung, wippen ein bisschen mit. Ihr ertappt euch auch dabei, wie ihr abgelenkt immer mal in Richtung Bühne schaut. Mhm. Würde... Würde es denn auffallen, wenn das Licht um mich rum so ein kleines bisschen heller scheint? So in meiner Illusion? Spotlight. Du spielst mit dem... müsstest du halt auf die Komponenten achten. Das ist ein Cantrip. Ja, ja, ja. Das hat Komponenten. Wait for it. Mit dem mein Instrument, ist das kein Ersatz? Nicht für eine somatische. Wait. Na, was kannst du natürlich. Ich guck mal kurz. Ich glaube, es ist Somatic and Material oder so. Ich hab's hier. Material würde. Somatic? Ja. Material würde euch ein Instrument ersetzt, aber Somatic ist halt nach wie vor. Das heißt. Gut, müsste ich halt mit den Händen. Ich weiß nicht, ob es während des Spielens machbar ist. Gebt mir mal einen Sleight of Hand Check. Du bist dir der Tatsache bewusst, dass das riskant ist. Ich weiß. Warte. Du kriegst eine 11. Okay. Scheiße! Hätte man nicht machen sollen. 20, nein. Das war eine 19. Ah. Aber nicht schlimm, warte. Ja, sowas halt safe zumindest schon mal. Für was war es? Sleight of Hand. Eine 15. Okay. Ein Gast runzelt mal kurz die Stirn, einer der Zwerge. Mhm. Aber ja, du. Während er das so, ich zeig auf ihn und dung, 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 dung. Und ja, das Licht ich hab meinen Würfelkopf. Beginnt sich im Takt der Musik leicht mit zu verändern. Es wirkt etwas psychedelisch, wie so eine Winamp-Visualisierung. Sehr gut. Jetzt Hypnose ein. Ja, es ist auf jeden Fall ein faszinierender Auftritt. Also sehr gut. Ist jetzt die Frage, ob du das jetzt den ganzen Abend durchziehst, weil das ist theoretisch normalerweise dann der Deal, dass du dafür Logis ersetzt bekommst. Ich sag mal, ich bin froh, ich habe endlich wieder Publikum. Ja. Ja, also es ist jetzt halt kein jubelndes. Ich habe gerade Essen und Trinken bezahlt. Logis, nicht Kost. Bisher. Ja, also es ist jetzt halt kein jubelndes Publikum, also, nee, aber es ist halt, ja, Launch-Musik. Würde auch immer mal wieder versuchen, so das klassische Oktoberfest Ding mit von wegen ein Prosit, ja, also irgendwas, das die, den Verkauf von alkoholischen Getränken fördert. Mhm. Worauf ich gerne eingehe. Ja, funktioniert. Ja, wann immer sich die Gelegenheit bietet, klatsche ich und versuche die Leute zum Jubeln zu animieren. Das Gasthaus fühlt sich auch über die frühe Nacht immer weiter, als mehr Karawanen eintreffen. Wie viel Zeit vergeht denn? Ist da mittlerweile vergangen? Ihr seid jetzt, wenn er da eine Weile spielt, so eine Stunde, anderthalb hier. Merkt man, wenn ein Zauber langsam zu Ende geht? Ja. Dann würde ich irgendwann zwischendurch die Kapuze hochziehen. Und mich wie Aragorn in die Ecke setzen. Oben ist relativ frei. Da findest du bestimmt auch eine Ecke, wo du gar nicht gesehen wirst, so richtig. Ja, dann würde ich mich dahin verziehen. Nimmst dein Essen mit? Mein Käsebrot, ja. Als ich sehe, dass er aufsteht und geht. Käsebrot soll heißen, das ist ein ganzer Laib Brot mit einem Messer und einer ganzen Käseauswahl. Also, Käse habe ich noch nie gegessen, finde ich bestimmt geil.
Ich bin höchstwahrscheinlich auch laktoseintolerant. In Käse ist kaum Laktose drin, dann kann man es wahrscheinlich. Ja. Würde Jana jetzt nicht so unterschreiben. Es kommt davon, wie lange gereift ist. Das stimmt, kommt, wie lange gereift ist. Und von was? Eventuell haben wir in der Nacht ein stinkiges Zimmer. Eventuell. Aber nicht wegen Bananen. Morok. nee, aber also wie gesagt, die Käseauswahl, die ihr da bekommt, ist exquisit. Also hier reden wir halt wirklich von einem guten Abendessen, was sonst. Das heißt, er verspricht den Käse. Bekommt. Ich stehe auf den Käse. Was ist mit meinem Käse? Den nehme ich auch mit. Also du würdest es sogar ein bisschen identifizieren können, was davon jetzt Ziegenkäse ist, was wahrscheinlich aus Kuhmilch besteht. Pferdekäse. Also es ist halt so ein noch im das, was dir vielleicht am interessantesten schmeckt, einfach so auch oder von der Konsistenz, vielleicht noch dem nahe kommt, was du unter der Erde manchmal vorgesetzt bekamst. Ist ein Ziegenkäse, der direkt noch im Cheesecloth, was heißt das auf Deutsch? Ja, also im Käseleinen quasi serviert wurde. Also es ist halt so dann zum Aufdröseln. Aufzureden, ich habe gerade übelst Bock auf Käse. Hört man mir auch gar nicht an, dass ich jetzt so einen Block Käse fressen könnte. So einen schönen Brie. Oder Käseblatt. Das heißt, jetzt stehen alle außer Morok auf. Käse. Und ja, ich folge ihm, er hat einen Käse mit. Ja, und so ein Viertelrad ein Viertel von einem kleinen Rad anscheinend geräucherten Käse. Also. Radiergummikäse. Den schiebe ich dir zu. Oh, was? Eins muss man euch lassen: Euer Essen ist wirklich gut. Warte, bist du Zwiebel? Ich hasse ja, auch die. Hatte jemand die Suppe? Nee, aber der Auflauf. Ja. Suppe ist vollkommen okay. Die ist halt wahrscheinlich wirklich eher das preiswerte Essen hier. Ist halt ein, ich hab nichts auf der Naht. Also. Ja, ist halt ein Eintopf. Ich habe nur eine Frage. So, mit Zwiebeln. Woraus besteht denn dieser Käse? Weißt du es wirklich nicht? Nein. Aus Milch. Für dich ist Milch das, was unter der Erde abgesondert wird von feuchten Stollengängen. Ah. Also dieses Gemisch aus Wasser und Sediment. Ja. Und Sediment. Also wie? Es schmeckt so gut. Ja, Milch was? Schmeckt auch nicht so schlecht. Aber ihr habt doch... Macht ihr extra Höhlenexpeditionen? Woher bekommt ihr die Milch? Naja, von den Kühen. Ist das euer Wort für Tropfsteine? Die Tropfsteine. Also pass auf. Kühe sind Tiere. Ich könnte mich in einen verwandeln. Nein, das ist keine gute Idee. Und die leben auf Feldern. Und die fressen Gras. Und die produzieren Milch. Die kannst du dann absaugen. Moment. Wann und wer kam auf die Idee? Das wiederum. Das ist eine sehr interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Ja. Vielleicht kann unser guter Freund Atheso dir eine Geschichte dazu erzählen. Ich bin gerade am Fiedeln. The bill comes from the. Gibt hier bestimmt auch ein Glas Milch zu bestellen. Also. Oh, das ist eine gute Idee. Ich gucke mal kurz runter. Habt ihr auch Milch hier? Ziege oder Kuh? Kuh. Moment. Hochprozentig. Ja, und sie kommt mit so einem Halbliter-Krug voller Kuhmilch nach oben. Dauert ein bisschen. Ich würfel mal Laktoseintoleranz. Ist halt auch nicht pasteurisiert an alles. Ne? Ja, ist halt, riecht halt auch richtig fies nach Kuhstall. Nee, 15 bin ich nicht. Gut. Ich riech dran. Frisch gezapft. Oh, das ist ja noch warm. Und es riecht gut. Kann man das einfach trinken? Ja. Das soll sehr gesund sein. Das ist gut für die Knochen. Oh, hervor. Deine elfische Physik übersteht es. Okay. Ich glaube, das ist nichts für mich.
Aber ich nehme die Milch und ex sie. Ja. Milkdrinker. Nach dem Bier, ein bisschen Bier im Bauch, dann Milch hinterher. Es tut dem Bauch gut, super gut. Oh boy. Seid ihr so groß und stark geworden? Das sind Gemüse. Ah. Was? Ist zumindest was Eltern einem erzählen. Und Milch und Kohl. Vorbei. Aber ja. Ja. Ich habe ihm erklärt, was Milch ist. Und wenn ihr Milch lange stehen lässt, wird daraus Käse. Automatisch? Ja. Das glaubt Obak zumindest. Wenn ich Milch lange im Kühlschrank stehen lasse. Nicht ganz. Ach, dann wird Milch sauer. Ach, 4 Uhr ist auch mitgekommen. Ah. Ja, ich glaube, bis auf Athe sind jetzt alle oben, oder? Ja, ja, eben. Ich könnte nicht unten alleine hocken. Und du so, hey Freunde, ich spiele. Freunde? Ja, schon gesehen, dass sie hochgegangen sind. Das heißt, wenn ich dieses Zeug in meinen Trinkschlauch fülle, habe ich in ein paar Tagen Käse? Nein. Nein, das musst du noch kühlen. Eher Pudding. Ah. Ich erkläre ausschweifend, weil so hilfsbereit bin ich, weil also Leute, die weniger wissen als ich erkläre ausschweifend den Prozess der Käseherstellung, wie genau das funktioniert und welche Prozesse da nötig sind, zumindest die mir bekannt sind. Und als sie anfängt, von irgendwelchen Mageninhalten zu erzählen, die der Milch beigemischt werden, ist man normalerweise schiebe ich die Käseplatte leicht von mir. Ja. Ich wünschte, ihr hättet es mir nicht erzählt. Ach, das wäre echt so gut. Isst du das noch? Nein. Und ich esse Käse. Tust du. Ich würde in der Zwischenzeit nur unten beobachten, ob irgendwelche Gestalten, die nicht nach fahrenden Händlern, sondern eher so nach beobachtenden Personen, lokale Staatsgewalt oder irgendetwas anderem aussieht. Gib mir mal einen Perception-Check. Ich bin würfellos. Passive, 12. Tatsächlich jetzt niemand, der dir explizit nach irgendwie Staatsgewalt oder Armee oder was auch immer aussieht. Ich würde mich gerne oben mal umschauen, ob oben irgendwelche Leute sind, die auffällig sind. Ja. Oben ist bis auf euch gerade niemand. Oh! Also sind wir die Auffälligen? Ja. Ja. Nice. Wie wäre das, wenn du im Raum niemand Auffälliges findest? Dann bist du es. Haben die Wachen im Lager eigentlich Uniform getragen? Also so ja. Aber allerdings ohne erkennbare Rangabzeichen. Okay. Gibt es Insignien der Staatsmacht? Ja. Die, also es gibt quasi das Siegel des Landes. Ja. Welches auch Soldaten typischerweise tragen. Das ist eine eiserne Krone. Deren, also halt so eine typische Zackenkrone, ja. Deren Zacken allerdings oben in einem komplizierten Muster verwoben sind. Mhm. Und dann wie eine Zwiebel so in der Form grob sich schließen. Sehr schön, ich freue mich schon auf die Erklärung. Gut. Ja, also eher so halt russisch-orthodoxe Kirchenlöcher, so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Sehr gut. Im Laufe des Abends würde Flo ein Buch rausholen und halt mal anfangen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, quasi. War das, was passiert ist? Ich glaube, wir haben Noah kaputt gemacht. Was genau hatte ich denn gerade so kaputt gemacht? Was ist denn das für eine Zwiebel? Okay. Oh. Geh wieder. Ich stelle mir das gerade so geil vor. Das ist ein komisches Symbol. Das ist komisches Symbol. Das sieht aus wie eine Zwiebel. Bananens Blick friert ein. Vietnam-Flashback. So langsam glaube ich, dass diese Zwiebeln gar nicht existieren, sondern irgendwas ist, womit ihr mich verarschen wollt. Ein mythisches Symbol. Ja. Der okay. Wolpertinger unter den... Thorsten-Zwiebeln. Was ist... Sind Zwiebeln Gemüse? Gute Frage. Ja. Wurzeln, ja. Wurzelgemüse. Wurzelwerk. Right. Also, wenn sonst nichts weiter passiert, spiele ich einfach, bis ich IC fit. Ja. Bis ich denke, dass man getan ist. Theoretisch kann das gut bis in die Nacht gehen, bis es dann irgendwann anfängt, sich zu leeren. Ja. Wo dann auch die beiden anderen. Ich glaube, das reicht. Cool, ich höre auf. Ja, in so einer Tagline endet ihr. Wie viel kostet ein Bier? Ein Marke quasi. 4 Kupfer. So ein Krug. Gut, ich ziehe mir 12 Kupfer. Okay.
Film haben. Heiliger Bindam. Ich würde danach nochmal zum Wirt gehen. This is a point. Ich würde danach nochmal zum Wirt gehen. Wie viel ist in einem drin? Bitte? Wie viel ist in einem drin? Ich würde sagen, das sind so vier, ja, so ein halber Liter. Also ein halber, okay, halber. Oh, wow. Dann nur zwei. Habt ihr auch was nicht alkoholisches? Milch? Wasser? Ja. Säfte? Hier draußen? Ganz sicher nicht. Und ich denke an die Säfte meiner Frau zu Hause. Wir haben verschiedene... Was? Oh Gott! Was? Oh Gott, ich sehe es wieder zu hart explodieren. Nein! Oh Gott! Nein. Das war eine schreckliche Umschreibung, es tut mir leid. Hast du gut erkannt, das war eine sehr schreckliche Umschreibung. Wir haben hier verschiedene Kräutermischungen, ich kann den Tee machen. Ja. Genau. Oh, oh Gott. Ja. Ich würde dann auch nochmal zum Wirt vorgehen. Das ist ein schöner Abend. Hat euch gefallen, was ihr gehört habt? Ja, das war tatsächlich mal was anderes. Ich würde sagen, ich kann nicht eure ganze Gruppe hier für lau übernachten lassen, aber zwei von euch? Drei und wir finden gut zusammen. Kommt schon, gebt euch einen Ruck. Drei Zimmer? In Ordnung. Ich kenne zwei, die sich sowieso das Zimmer teilen. Wie ihr das am Ende löst, ist eure Sache. Ich brauche ja nicht mein Bett, also. Also ich will eigentlich gar keine Details hören. Er kein Bett? War mir eine Freude. Herr Urtasi. Urtasi. Ja, mir auch. Werdet ihr öfter hier sein? Nun, bei diesem feinen Etablissement und... Für die ein oder andere Übernachtung und von, ich habe die Käseplatte gesehen, die scheint hervorragend zu sein. Ja. Komme ich bestimmt noch mal vorbei. Gut, na dann. Meine Söhne werden sich, Enkel, werden sich immer freuen, mal mit einem Experten spielen zu können. Ihr Vollidioten. Gut, dann. Ich mache langsam dicht. Letzte Runde! Keller. Ja, wenn ihr jetzt nicht weiter noch irgendwie was vorhabt, könnt ihr euch dann für die Nacht zurückziehen. Ja. Bekommt, ich will ein Bett. Bekommt Schlüssel ausgehändigt für drei Einbettzimmer. Das sind halt wirklich so schmale Kapuffe. Okay. Die Betten sind breit genug, dass sich da notfalls auch zwei nebeneinander legen können, was wahrscheinlich auch nicht ganz so unüblich ist. Wie groß ist der Platz neben dem Bett? So breit wie das Bett circa. Gut. Also insgesamt der Raum ist so eine typische mit Weida WG-Zimmer größer. Oh, also man kann sich drehen. Ja, also ja, halt so. Aber nur 3 Meter breit, 4 Meter tief, sowas in die Richtung. Ich schnapp mir eins der Betten. Ja, du nimmst das Bett. Ich lege mich in eins der Betten. Okay. Vanan wahrscheinlich mit demselben Zimmer. Ich setze mich irgendwo an mein Fußende, rollt sich mein Fußende zusammen. Wie eine Katze. Oje, ich befürchte, ich ahne, worauf das hinausläuft. Ich halte so. Ich muss mit Fio schlafen. Ich halte so den Blick ganz stur geradeaus auf den Boden gerichtet, die Tür auf und warte, bis Morok eintritt. Danke. Der träumt doch die ganze Nacht nur von den Säften seiner Frau. das macht es nicht besser. Oh boy. Du kommst nicht in dieses Bett. Bitte. Das hatte ich nicht vor. Hervorragend. Er kommt nicht in die Oh Gott, nein. Ich nehme das Bett. Ja. Das reicht jetzt. Volle Breitseite. Aha. Na dann, bleibt ein Zimmer für mich übrig. Warte, wie viele Zimmer haben wir jetzt? Drei. Drei. Okay. Ich würde gerne vorher Tür... Halt! Hammerzeit. Haltet ein! Merke nicht, es kündet die Stunde des Hammers. Ich klopfe nochmal bei... Au! Ja, mit du klopfst. Hammer? Also es klopft bei dir. Ja. Is it secret? Is it safe? Was? Sicher? Verwahrt? Kannst du darauf aufpassen? Sollten wir es jemand anderem übergeben für die Nacht? Ich krieg das schon hin. Du überlegst, wo du zuletzt den Stab hattest.
noch in der Taverne. Im Wald. Nein, ich habe mir den Start ziemlich sicher einfach in den Rucksack so in das Pack mit reingeschnallt. Also, wie groß ist denn der? Der ist lang? Halt schon so 1,60 lang. Also fast ja, okay, aber dann hätte ich dann wie so ein Quarterstaff halt einfach in meinen Backpack einfach mit reingeschnürt. Ja, also ja, in einem Stoff eingewickelt eben. Hast du jetzt den so quer durch dein Backpack. Ich denke, wird schon gut sein. Gut, schließ ihn ab. Haben wir die Zimmer nebeneinander? Kann man abschließen? Ihr habt Zimmer nebeneinander bekommen, ja. Ja, ihr habt Schlüssel. Oh! Okay. Ja. Gibt's ein Fenster? Ja, jeder Raum hat ein kleines Fenster, was allerdings nicht sich öffnen lässt. Haben wir das Zimmer neben Fio? Fio ist in der Mitte? Ja. Okay. Dann würde ich mich so hinsetzen, dass ich mit dem Rücken zu ihrer Wand sitze, okay. Damit ich höre, falls irgendjemand Banner schreit. Pupst. Ja. Das Zimmer betritt. Bier und Milch. Bier und Milch. Bier und Milch. Ich wusste es. Rosen. Frauen tut's doch. Ja, gut. Damit seid ihr jetzt offiziell wenige Stunden von der größeren Stadt entfernt. Ich würde Juniper am Fenster stationieren quasi. Chip, chip. So in etwa. Ja. Und die Tür abschließen und zweimal kontrollieren, dass sie auch zu ist. Mhm. Du kommst nicht mehr raus. Siehst du. Gut. Und ich würde dann, gibt es so eine Art Matratze oder sowas? Also ja, das sind alles Federbetten hier. Wow. Also wie gesagt, das ist halt wirklich eine Händlerraststätte. Die machen auch nicht ganz wenig Geld hier. Hast du schon mal geschlafen? Ja. Oh. Okay, dann würde ich den Stab tatsächlich nehmen und quasi zwischen Bett und Wand, also so an der Wand halt die als Decke so das eingerollte Ding hinlegen. Mhm. Zum einen praktisch Heizung, geil. Schön warme Füße. Frauenprobleme. Ja. Ja. Außerdem, wow. Das ist der Grund, warum ich diesen Stab. Wir haben dieses mächtige, magische Artefakt. Was macht und du benutzt es, um deine Füße zu wärmen. Als Körnerkissen. Ah, der eine Ring, darauf kann man so super die Vase balancieren. Und was macht mein Schrank kippelt ein bisschen, vielleicht. Schiebe ich diesen Dolch darunter. Dolch plus 3 mit Chance auf Schrank halten, ja. Okay. Ja? Ja, deine Füße sind warm. Ja, und oh, ich hab Muskelkater im Bauch. Halt einfach, dass er zum einen nah da ist und zum anderen halt auch nicht direkt sichtbar ist. Es ist halt eine in die Ecke geknüllte Decke quasi. Aha, ja, ist okay. Ich glaube, ich habe noch nie so weich geschlafen. Lange nicht zumindest, ja. Also je nachdem. Nein. Schnarcht Moro? Sag mir nicht, dass du schnarchst. Ich bring dich um. Ich töte dich ganz langsam. Ich sage mal so, wann immer du Gelegenheit hattest, bei jemand anderem zu nächtigen, hattest du durchaus mal... Wie lange hält Silence? 10 Minuten? Fuck. Reicht vielleicht zum Einschlafen. Für ein Powernap, ja. Concentration, though? Oh, damn. Das heißt, wenn du einschläfst, fällt er wieder ab. Was naja, kann auf? Nee, du kannst nicht. Ich muss mich aber nicht drauf konzentrieren. Ja. Ich kann ja nicht. Oh, ich muss schlafen, ich muss schlafen. Ja, nein. Damn it. Wie lange hält Kissen vor die Nase? wenn es. Ja, gut, es sind Federkissen. Wenigstens dann so Fump. Jeden Morgen resurrecten. Er schnarchte zu viel. Also ein Kissen. Auf meinen Kopf und sollte ein zweites da sein auf Moroks Kopf. Okay. Fest! du erwachst mit Nervenschaden. Du erwachst mit Nervenschaden. Nein. aus welchem Film war das? That looks like brain damage. That looks like brain damage. Ja, gar nicht mehr. Sicher schon mal gehört. Klingt nach einem Roboter. Jedenfalls, ja, so erschöpft wie du bist und so bequem wie es ist, schaffst du es trotz Morok. Ich träume von Fingernägeln. zu schlafen. Der Schatzplanet. Da kommt was vor. Ja, der Roboter? Der Roboter.
Weil er hat ja einen Gehirnschaden. Und das ja. Ah, das kann sein. Bin mir nicht mehr sicher. Egal. Zurück zum Thema. Schlafen. Gut. Okay, in unserem Zimmer wacht schon mal keiner. Clever. Generell, ihr schlaft alle. Vogel wacht. Aber es passiert sonst nichts. Hervorragend. Ihr erwacht. Habt ihr noch irgendwas vor in Karlsrast? Außer vermutlich ein ausgiebiges Frühstück. Kostet euch noch... Nee, Quatsch. Frühstück ist inkludiert mit in der Nacht. Das heißt, ja, kostet jetzt quasi dreimal, also halt für ein paar Kupfer. Mhm. Würdet ihr nochmal so Querbeet-Aufschnittplatte. Sehr gut. Ja, wie war's? Ostdeutsche Wurst mit U. Aufschnitt. Von der groben Fetten. Und dann könnt ihr in Ruhe aufbrechen. Ihr seid tatsächlich relativ spät dran. Sehr viele, als ihr runterkommt oder halt rüberkommt über diese Brücke, wieder in die Taverne rein, verlassen bereits. Das unten, um möglichst schnell loszureisen. Ihr könnt in Ruhe frühstücken, werdet in Ruhe gelassen. Sehr gut. Und könnt dann auf und brechen. Was eine erholsame Nacht. So gut habe ich lange nicht mehr geschlafen. Ja, behalten wir sie gut in Erinnerung. Nennen wir sie Petra. Denn wir werden sie lange nicht wiedersehen. Ihr habt wahrscheinlich beim Verlassen eurer Zimmer euer Zeug schon direkt mitgenommen. Ja. Ihr öffnet die Tür aus der Taverne raus und seht in der Entfernung ein paar vertraute Uniformen. Eine Gruppe von einem halben Dutzend Armeesoldaten. Kommen Sie auf die Taverne zu? Sie stehen etwas entfernt auf der Straße und reden gerade mit einem Händler, den Sie angehalten haben. In Richtung Holzbrücke. Unser Weg zur Straße ist davon blockiert quasi? Nee, also quasi, wenn ihr quasi rauskommt aus der Taverne, rechts rum die Straße führt Richtung Holzbrücke, da stehen die, so 50 Meter entfernt. Links rum geht's dahin, wo ihr wollt. Warten wir, bis sie weitergehen, oder kann man, wollen wir ihnen zuvorkommen? Regen hat übrigens aufgehört. Kann man quasi hinter die Taverne verschwinden und von da aus ein bisschen versteckt von denen? Also die Tür selber ist quasi im Blick von denen, aber ihr könnt um die Ecke verschwinden und dann halt abseits der Straße blickgedeckt durch das Gebäude erstmal eine Weile laufen, ja. Kann dein kleiner Gefährte in Erfahrung bringen, worüber sie sich unterhalten? Okay. Ich brauche eine ruhige Ecke. Ich glaube, sie schmeißt über die Schulter und fährt in die Ecke. Okay. Also, wir verschwinden um die Ecke, da steht niemand, da ist keiner. Da ist niemand, ja. Okay, dann schicke ich... So funktioniert das nicht mit den Frauen. Ich stecke doch in Gott. In der Ecke seid ihr ja schon. Dann schicke ich Juniper... Gibt es irgendwie einen Ast oder einen Baum oder ein Gebüsch oder einen Zaun? Das hat sich gereimt. Also ja, es gibt so einzelne Bäume. Okay, ja. Dann würde ich Juniper in den nächsten Baum zu diesen Wachen schicken und durch seine Augen gucken und seine Ohren hören. Okay, direkt bei denen ist jetzt kein Baum, aber das nächste wäre ein Pfosten in der Nähe. Dann halt der. Ja. Ich nehme auch einen Pfosten. Wer von uns? Der Vogel fliegt los. Und ja, im Endeffekt, Fios Augen sind auf einmal ganz seltsam. Und das sehe ich nicht, dein Kopf hängt irgendwo hinter mir runter. Ich glaube, sie kotzt an einem dicken Strahl. Also, es ist, als würdest du eine VR-Brille aufhaben. Ja. Mit einem gesteuerten Kameraflug. Und gleichzeitig Achterbahn fahren. Ja. Allerdings sind die Sachen keineswegs synchron. Gib mir mal bitte den Constitution Save. Oh, der sieht gar nicht übel aus. Der sieht gar nicht übel aus. 19! Okay, du erbrichst dich nur in deinen Mund und kannst es allerdings wieder... Warte, hast du schon... Lass mich runter!
Ich setz Fio ab. Ja, nochmal. Was war das? War eine Flasche. Das Gefühl. Ja, aber sie starrt trotzdem mit milchigen Augen ins Nichts. Du siehst die Welt von oben. Und als Juniper dann auf diesem Pfosten oder Mast landet, hörst du, wie einer der Soldaten forsch fragt: Aha, haben Sie hierfür Papiere? Und du siehst, dass der Händler, der dort befragt wird, ein Mensch ist. Mhm. Und die anderen drei, die neben dem Kahn stehen, sind die Zwerge, die letzte Nacht auch hier mit genächtigt hatten. Es gab Berichte über eine gestohlene Warnladung. Das könnte ja nicht zufällig die sein, oder? Und der Mann so, nein, also ich weiß von nichts. Ich habe das, hier, Moment, meine Papiere, die muss ich hier irgendwo haben. Und du bemerkst, dass die Zwerge sich verschollene Blicke zuwerfen. Oh. Tut mir leid, ich weiß nicht, was los ist. Ich hatte die Papiere gestern noch. Wissen Sie was? Das lässt sich doch bestimmt regeln, oder? Können Sie Papiere hierfür ausstellen? Ich habe dafür auf jeden Fall genug Bares dabei. Und er holt einen Beutel voller offensichtlich Geld raus. Versuchen Sie etwa, mich zu bestechen? Was? Nein. Nein, nein, ich versuche einfach nur, den Papierkram in Ordnung zu halten. Das müssen Sie doch verstehen. Mhm. Ja, das sollte reichen. Der eine Zwerg, übrigens alle drei bartlos, schaut... Ich bin ja auch hier. Schaut genervt in Richtung des menschlichen Kompagnons. Also regelrecht wütend, aber er versucht es zu unterdrücken. Ja. Nun, bis zur Brücke sollte es reichen. Wissen Sie was? Ich gebe einfach meinen Stempel drauf. Dort kriegen Sie neue Papiere aufgestellt. Ausgestellt. Wie wäre das, hm? Ja, das klingt außerordentlich fair. Tut mir leid, dass dieses Chaos. Sie wissen, wie das war. Komm, stellen die mal. Und er tritt gegen das Bein von einem der Zwerge daneben. Ihre Arbeit ein. Schon kann man hier vergessen, irgendwie Profit zu machen. Nun, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und der Kaiser sei geehrt. Der Kaiser sei geehrt. Und der Typ, wahrscheinlich irgendwie der Hauptmann dieser kleinen Soldatentruppe da, steckt den Beutel ein. Fio ist wieder da. Das ist interessant. Ich glaube, die Zwerge von gestern haben Waren gestohlen und gerade sich die Papiere erkauft. Für wie viel? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht in den Beutel reinschauen können. Hm. War es ein großer Beutel? Schon heftig. Also ist es jetzt, würde es jetzt so auf den ersten Moment schätzen, dass das vielleicht so 50 Goldmünzen waren. Also in etwa das, was wir insgesamt besitzen. Hm. Wenn nicht mehr. Nun, der gestrige Abend war ja nicht ganz billig. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, nach dem Aufenthalt in dem Lager wollte ich mal wieder ein bisschen. Freunde, ich glaube, wir haben jetzt nicht viel Zeit. Ja. Okay. Und wir versuchen uns dünne zu machen, ohne von Bestechung zu wissen. Geht zügig. Die Straße entlang. Mhm. Und ich würde sagen, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um hier für heute den Cut zu machen. Mhm. Dann weiß ich, wo es nächstes Mal hingeht. Jo, dafür, dass wir heute pünktlich angefangen haben, hören wir früher auf. Naja, ja, es ist schon gleich um 11. Also stimmt, pünktlich. Deswegen. Es war mir eine Freude, auch wenn jetzt auf der Handlungsebene nicht so viel passiert ist. Ich glaube, das war... Ich weiß jetzt mehr über Käse. Ja. Ich weiß jetzt viel mehr über Käse. Und du ein bisschen mehr über Frauen? Ja, ich denke auch. Ich habe gelernt über Frauen und über Käse. Ja, man gibt ihnen kein Geld.
weder den Käse noch den Fron. Gibt man ihm Käse? Kommt auf die Frau drauf. Würde ich nicht. Okay. Wie war das? Du mal Moroks Frau fragen. da gibt's einen Strip von Saturday Morning Breakfast Cereal. Ich will die drei Worte hören. Die drei magischen Worte. Cheese is available. What? Oh mein Gott. Ja, also, wir sehen uns nächste Woche. Mittwoch wieder. Ja. Selber Ort, selbe Uhrzeit, selbe Idioten. Mehr Gewalt. Ja, mal gucken, ja, wenn ihr möchtet. Oh, ich bin immer für Gewalt. Genau, und dann geht's das erste Mal in die größere Zivilisation hier. Das wird abenteuerlich. Oh ja. Ich habe diese ganze D6. Könnt ihr ja vielleicht dem Richter einen Besuch abstatten, der euch alle verknackt hat? Oder auch einfach nicht. Ah, es kommt drauf an, mit welchen Argumenten wir daherkommen. Mit Spitzen. Na gut, also ja, ich kann sehr überzeugend sein. Mit Pointen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, wir sehen euch nächste Woche wieder. Bitte. Ansonsten bis dahin. Und bringt viele Freunde mit. Ja. Ja, bringt Freunde mit. Ja. Stay frosty. Bis dahin. Ciao.